So, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Juke und zu Runtergerannt, unserer League of Legends Esports Show. Und holy shit, war das ein Wochenende voller Emotionen. Dieser Sonntag wird, glaube ich, in die Geschichte eingehen, als wenn du das beides tippst, bist du absolut reich geworden. Ja, ey, es gab einige, die da ihre Wetten danach gepostet haben. Ne? Also sehr krass. Das stimmt. Aber die haben halt auch den Kuchen gegessen, ne? In dem Wissen, dass da auch wieder Risiken drin sein können. Ne? Ja, gut. Aber nichtsdestotrotz, also ich bin sehr, sehr positiv überrascht von einigen Sachen in dieser, ja, in dieser LEC-History und auch ACS, muss ich ja sagen. Da bin ich persönlich auch sehr, sehr froh drüber, dass ich mit meiner damaligen Prediction doch so ein bisschen recht gehabt habe. Das ist mir auch in der Preparation für dieses Video auch ein bisschen aufgefallen. Wir hatten ja unsere Predictions gemacht gehabt für Europa und NA, welche Teams dann so ja, am krassesten aussehen. Das hatten wir ja noch vor dem Spring Split gemacht, ne? Und ja, also ich würde mal sagen, sie sind beide nicht eingetroffen. Aber hey, wenn man so möchte, dann hatte ich in Europa mehr Recht und du in NA auf jeden Fall. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, also ja, Europa, können wir kurz mit reinstarten. Also Europa hatten wir damals vor dem Spring Split, ne, Zusatz, dazu da gesagt, so ja, du warst komplett Team Fnatic und Fnatic wird das schon krass machen, ne? Und ich war halt Team Vitality. Und ja, also EMEA muss ich sagen, EMEA, Europa, LEC, muss ich sagen, also da Vitality für mich eine geisteskranke Enttäuschung, absolute Negativüberraschung, hatten wir ja auch schon vor den Playoffs im Stream gesagt gehabt. Ja, bleib ich bei, wenn da ein vernünftiger Coach ist, der das Team vernünftig zusammenführt, dann sieht dieses Team vielleicht auch anders aus. Aber ja, im Endeffekt ist bei Vitality nichts Vernünftiges draus geworden und Fnatic, muss man auch sagen, also es ist auch irgendwie nicht das, was man sich vorgestellt hat, selbst wenn man dann im Endeffekt sagen kann, okay, Worlds sind, Play-In sind die ja drin, ne? Ja, genau. Haben die da, wie sieht das da? Ja, sogar mit einer guten Gruppe, also da müssen sie eigentlich auch gut durchkommen. Ja, also generell der Play-In Draw ist nicht so bad für EU und wir schauen uns dann am Ende nochmal an. Ja, aber auch für den Sieger aus der Nähe. Ja, ich muss halt sagen, also Fnatic, ich meine, du hast es auch schon im letzten Stream gesagt gehabt, im Endeffekt so Worlds und der Rest ist scheißegal, vielleicht ist so ein Play-In vorher auch gar nicht schlecht, um ein bisschen warm zu werden. Aber ja, es ist nicht das dominante Fnatic, was man sich vorgestellt hat. Also muss ich auch sagen, für uns beide war ja rein auf dem Papier Fnatic und Vitality die zwei krassesten Teams. Ist im Endeffekt überhaupt nichts draus geworden. Ja, was hast du Fnatic? Kranke Enttäuschung oder dann doch noch irgendwie halbwegs vernünftig für dich der Saisonabschluss? Ich finde, meine Prophezeiung oder so, die ich das letzte Mal gegeben habe zu Fnatic, die ist so fast wahr geworden. Also ich habe gedacht, ich bin da schon Nostradamus so auf den Spuren unterwegs, ne? Aber so ganz ist es halt nicht eingetroffen. Aber eigentlich schon, weil ich habe ja, ne, beim letzten Mal habe ich mich ja ausgiebig über Humanoid ausgelassen und die Performance von ihm. Und man muss ja sagen, also zwischendurch hat man ja gedacht, Junge, er ist wieder auferstanden oder so und kann auf einmal wieder spielen, aber das 1 gegen 3 mit Silas und so, was er hatte gegen mit Lions, ne, was, oder war das, nee, gegen Rogue war das ja im ersten Game noch. Ja, also da habe ich kurz gedacht, also, da konnte ich erstmal meinen Augen nicht trauen, dass Humanoid noch ein bisschen was drauf hat und so, aber ja, Rogue war dann halt das deutlich bessere Team auch insgesamt in der Series, muss man sagen. Aber wir sind jetzt eigentlich so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich, das meinst du ja eben auch, ich meine, das zählt halt im Endeffekt, du bist bei Worlds. Ja, natürlich wollen die auch Europa gewinnen und das war das Ziel, aber am Ende, du hast dich gerade so in die Playoffs gerettet als Fnatic, dann bist du jetzt in den Playoffs noch ein bisschen warm geworden, Humanoid ist halt nicht mehr komplett garbage, sondern ja, man hat so Funken davon gesehen, wie gut er eigentlich sein kann. Upset sah eigentlich in den Playoffs in der Rogue Series auch nicht so gut aus, aber vorher, wenn man ihm zugeguckt hat, muss man eigentlich sagen, besser ADK im Westen, ne? Von dem, was er kann, halt. Ja.
ansonsten natürlich kommt insgesamt der beste AD-Carry wahrscheinlich gewesen im Playoff. Ne? Auf jeden Fall. Aber kommt also krank. Aber ne, man hat Fnatic gesehen, so ey, die können schon gefährlich sein und auch gerade halt ja, die Art und Weise, wie die spielen. Und ich fand halt generell, wie Rezorg auch gespielt hat. Also Rezorg war, finde ich, eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt vom ganzen Fnatic-Team. Und ja, das war halt legit einfach nur Jwandel und Poppy, die funktioniert haben bei ihm. Aber das... Also ich weiß nicht, Rogue hat ja auch im ersten Game dann von der Series versucht, das wegzubannen. Und dann... ich weiß gerade nicht mehr, was er dann gespielt hat, aber es hat halt auch nicht funktioniert. Fnatic hat das Game gewonnen und dann hat Rogue gesagt, okay, wir bannen einfach was anderes weg. Also, ja, ich glaube, da hat er Sinn, weil Jin Zhao gespielt und auch ja. Mit Lions, da hat er auch ein Game Sejuani, glaube ich, gehabt. Ja, also momentan ist es legit so, hat man das Gefühl, die meisten Teams sagen einfach, scheiß auf Jungle Bans, lass einfach Trundle Poppy spielen, scheißegal. Oder halt Rogue, ne, wo Melrang einfach Melrang 4 Melrang spielt einfach Jarvan und sieht aus wie der beste Jungler, den es gibt. Ja, aber ey, das Fnatic-Team, also ich muss sagen, die haben mich schon positiv überrascht, wie sie so in den Playoffs aussahen und man sollte jetzt schon, glaube ich, eher positiv gestimmt sein, was Worlds angeht. Seitdem ich Comp auf Twitter folge, gewinnt Rogue. Daran liegt's. Ja. Daran wird's liegen. Falls ihr es bis hierhin geschafft habt, im Übrigen, denkt daran, Like da lassen, Abo da lassen, ihr kennt den ganzen Lachs und in Zukunft gerne auch auf twitch.tv/jukeesports mit dabei sein und falls ihr wollt, könnt ihr uns dort mit einem kostenlosen Twitch Prime Abonnement unterstützen. So, das zur Eigenwerbung, kurz eingespannt. Ach ja, und einmal ein Algorithmus-Kommentar. Was hättet ihr gedacht? naja gut, kann man jetzt doof sagen, aber was hättet ihr am Anfang der LEC dieses Jahr gedacht? Fnatic oder Vitality? Oder wart ihr tatsächlich auch da schon im Team G2 Rogue? Und im Endeffekt, ich meine, ihr wisst, wer es geworden ist, Rogue hat das Ding geholt, aber hättet ihr damit gerechnet? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, das dazu. Ich muss aber auch sagen, also du hast es eben angesprochen, Rezorg oder wie man ihn vielleicht nennen kann, Resurrection Rock. Okay, nein, der ist ganz schlecht, der ist ganz böse. Aber ich meine, Rezorg war die Personalie vor dem Summer Split, wo alle gesagt haben, okay, ist das jetzt der Typ, den Fnatic ersetzen muss? Wen kann man bekommen? Kann man da vielleicht Ayoya holen? Dies, das, jenes. Und ich meine, im Endeffekt, aus allen Fnatic Wins war Rezorg Series MVP in den Playoffs. Und das ist wirklich heftig. Ich glaube auch in der Group Stage hat er nur zwei MVPs geholt gehabt, aber ey, Playoffs MVP, er hat genauso viel Playoff MVPs wie Comp. Und das ist auf jeden Fall heftig. Muss man auch mal Props an Rezorg raussprechen. Jungle Meta, ja, ist halt ein bisschen, du hast eben angesprochen, also Trundle, Poppy, das sind jetzt nicht so die geilsten Picks. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt zu den Worlds ändert. Wir sehen leider Gottes wieder einen sehr gebufften Hecarim, wo ich ein bisschen Panik bekomme. Wir sehen Udyr Rework, wo ich auch ein bisschen Panik bekomme. Ist das live für Worlds? Das ist noch nicht der Worlds-Patch. Also der Worlds-Patch ist ja immer Punkt 17, oder? Also ich bin der Meinung, Worlds ist da noch hin, Alter. Ja, aber also der Patch kommt ja immer schon beträchtlich früh. Also Worlds ist ja auch nicht mehr so lange hin, ne? Also kein Patch war jetzt angekündigt als der Worlds-Patch, soweit ich das weiß. Aber und das ist ja eigentlich... Kann sein, aber meistens ist es, glaube ich, 12.7. Also 12.17 müsste das eigentlich sein, oder? Also, es, ja gut, kann sein, aber 19, selbst... Was, ich weiß auch nicht mehr, aber... aber seit wann ist das Udyr Rework live? Seit dem letzten, oder was? 12.17 müsste Udyr gewesen sein. Also vor dem habe ich schon ein bisschen Panik. Kann gut sein, dass der live ist bei Worlds, wenn er nicht komplett verbuggt ist. Das weiß man ja auch nicht. Und Hecarim, also wenn Hecarim tatsächlich auch kommt, da habe ich auch schon ein bisschen Panik vor. Aber gut, also da weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt... wie gesagt, ich habe nichts gesehen mit der Worlds-Patch, deswegen... I don't know. Mich würde es nicht wundern in Riot-Manier, wenn man einen Tag vorher... wir spielen auf dem Patch. Nein, natürlich auch. Alles Spaß. Ich persönlich muss sagen, Fnatic, ich meine, so im Endeffekt, Fnatic hat echt einen guten Lower Bracket Run hingelegt. Also ich finde, das kann man auf jeden Fall sagen. Wir haben gesehen, dass... warte mal, wo ist es denn hier jetzt?
Wir haben gesehen, dass Mad Lions kein Best of Five gewinnen kann. Ja, ach stimmt. Digga, ja, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Also, ich finde es ja immer witzig, wie Leute Riot auch so in Schutz nehmen und sagen, ja, das ist schon immer so gewesen und deswegen ist es auch gut so. Und Mad Lions muss ja auch für diesen starken Summer Split in der Gruppe belohnt werden, wo ich mir dann so denke, Alter, die haben kein fucking Best of Five gewonnen. Da würde ich lieber... ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte lieber Excel gesehen als Mad Lions nach den Playoffs. Wobei man bei Mad Lions auch sagen muss, okay, 3-2 gegen den Sieger am Ende verloren und dann noch eine Map gegen Fnatic geholt. Ja, aber ey, also... Oh, nee. Ja, das ist halt auch eine Frechheit dann gegenüber APL und sowas. Und wenn man sich das APL-Format anguckt, da können wir nachher auch nochmal drauf gucken, ne, wie es APL und ACK und so ausgegangen ist. Ne? Aber also das APL-Format ist eigentlich wirklich geil für die Playoffs. Und dann gibt es da Teams wie zum Beispiel LNG dieses Jahr, die haben 7 Best of Fives gespielt in den Playoffs und sind nicht bei Worlds. Mit Lions hat nicht eins gewonnen und ist bei Worlds. Dieses gesamte Jahr. Also Junge, was zur... Ja, das kann doch nicht wahr sein. Und dann ist halt immer... Und wenn man das dann anspricht, kritisiert, dann kommt halt so das Argument, ja, aber das Format stand ja schon fest, bevor Europa wusste, dass sie 4 Slots haben. Dann passt das scheiß Format an, Alter. Wo ist denn das Problem, Digga? Also ich verstehe das nicht. Als ob das jetzt... ja klar, du kannst nicht sagen, die Punkte aus den Summer Playoffs sind völlig irrelevant oder so. Aber also generell erstmal das Format, dass überhaupt Punkte aus dem Spring, die Playoffs der LEC beeinflussen, sind kompletter Müll für den Sommer. Also warum? Dann lass die Punkte dort, dann mach doch einfach genau wie in der LCK, genau wie in der APL, mach doch ein Gauntlet nach den Playoffs, wo dann die Punkte auch reinzählen. So, das ist doch alles gut, aber nein. Dann behält man dieses Drecksformat dabei und nur weil G2 die Series gegen das schlechteste Team in den Playoffs Misfits gewonnen hat. Deswegen sind Mad Lions und Rogue instant weiter gewesen bei Worlds, ohne Best of 5 zu gewinnen. Ey. Ist natürlich Quatsch. Ich hab's aber eben gefunden. Also, der jetzige Patch, auch mit dem Hecarim-Buff, ist 12-17. Worlds wird auf 12-18 gespielt. Ah, okay. Also, das heißt, also der kommt am 20. müsste das ja sein. 12-18 und am 29. geht Worlds los. Also finde ich auch schon wieder. Das finde ich auch schon wieder gut. Ja. Leute, echt? Ja. Also, war das nicht also, sonst steht hier. So mehr Abstand eigentlich? Also kann gut sein, dass das so ist, aber ich hatte, also bei Worlds hatte ich das Gefühl, dass Riot da meistens noch halbwegs okay Abstand gelassen hat. Also meistens war es nicht bei Worlds meistens so, dass eigentlich schon während Worlds lief schon irgendwie 2 neue Patches draußen waren oder sowas? Das 2 bis 3? Kommt, glaube ich, sogar hin. Also 20. ist ja Dingens. Da fängt ja auch Play-Ins an, ne? Am 29. Ja, Play-Ins ist am 29. und richtig Group Stage Worlds beginnt am 7. Oktober. Also das sind dann nochmal, da kommt, glaube ich, noch ein Patch zwischen. Quasi. Naja, so, bleiben wir aber bei der LEC. Das ist der Exkurs hier. So, im Endeffekt haben wir Fnatic, Rogue, G2 und die Mad Lions, die weiter sind. Mad Lions, also ich finde auch schwierig einzuschätzen, wie man die jetzt weiterhin bewerten soll. Ich glaube, dass das Bracket, was die haben, so free ist das, glaube ich, nicht. Meinst du die Play-Ins? Ja, das Play-Ins, also ne, mit DRX, gut, Isurus, RNG, Saigon, Buffalo und Istanbul Wildcats, das ist nicht free. Das sagen wir mal ist, so. Also ich mach das kurz mal auf. Oder nicht? Nice. So vorbereitet. So. Schon wieder gut, ja. Das Ding ist, also nachher nochmal genau drüber reden, aber das Ding ist bei. Ja doch. Das Ding ist Gruppe B, also erstmal auf den ersten Blick Gruppe A natürlich einfacher als Gruppe B und Fnatic erst, also aus dem Angle dankbar. Aber. Das Format ist ja so, dass im späteren Verlauf dann ja auch quasi in den Series Leute aus Gruppe B gegen Leute aus Gruppe A spielen. Ja. Also das ist halt nicht alles nur Gruppe A gegen Gruppe A und so, ne, intern, sondern da wird dann auch andere Matchups, also gegen
gegen ein Team aus der anderen Gruppe. Von daher, also ich habe dieses auch nicht genau im Kopf, was da schon Leute sich ausgemalt haben, wie das dann funktioniert. Aber von dem, was ich mitbekommen habe, wenn Fnatic Erster in ihrer Gruppe wird, was machbar sein sollte, ja, dann sind die quasi, haben die eigentlich ein, sind die so gut wie durch bei Worlds und mit Lions. Selbst wenn sie Dritter werden oder so, kriegen sie ein ganz gutes Matchup dann gegen ein Team aus Gruppe A. Ja, also wie ich das hier verstehe, ist Play in Gruppe B, Play in Gruppe A, die Sieger sind schon safe durch und dann werden noch zwei weitere Teams ausgespielt. So steht es genau. Hier auf Liquipedia, ne? Ja. So. Ja, also ich denke mal, Gruppe B wird da sehr interessant zwischen DRX und... Also ich glaube, RNG nimmt, also generell, ich glaube, RNG ist mit Abstand das beste Team in den Play-Ins. Und also das Interessante bei Play-Ins ist ja, dass wir 5 Teams aus den Major-Regions haben. Also wir haben aus der LPL RNG, aus Korea halt DRX, aus den AEG und dann halt aus Europa Fnatic und Midlines. Deswegen haben wir 5 und es kommen nur 4 weiter. Das heißt, für ein Team von denen ist halt schon Schluss. Ja. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aber bleiben wir mal bei den Teams, die jetzt im Finale standen. Und zwar G2 und Rogue. Da hatten wir ja zwei Matchups, die beide in einem 3-0 geendet sind. Das Upper Bracket Final gewinnt G2 solide mit einem 3-0. Das sah stellenweise auch echt krank aus, wie G2 darüber gefahren ist. Und jetzt im Grand Final das 3-0 für Rogue. Also quasi steht es 3-3. Also ich würde sagen, eigentlich brauchen wir hier nochmal eine Series, um das Ganze wirklich zu entscheiden. Wo fangen wir da am besten an? Du hast es eigentlich schon vor unserem kleinen Gespräch hier schon mal angerissen. Also die generelle Community-Meinung ist, Rogue overperformed und G2 underperformed. Deswegen sieht diese Series so aus. Also ich finde, das kann man nicht so argumentieren. Also dafür war das spielerisch einfach echt extrem krass, was Rogue da gemacht hat. Also sämtliche Lanes gewonnen. Melrang, glaube ich, also mindestens mehr als genug Schlüsselszenen gehabt in dieser kompletten Series, damit man sogar argumentieren kann, dass er auch Series-MVP hätte sein können. Kompf in meinen Augen wäre da als erstes gewesen. Ich finde aber auch Melrang, Larsen im Übrigen auch sehr underrated gewesen, meiner Meinung nach. Ich fand das unfassbar, wie Rogue nicht nur diese Schlüsselszenen gehabt hat, wo man echt gedacht hat, okay, die scheinen jetzt einfach alles für sich zu entscheiden, sondern insbesondere die Teamfights. Also Game 1 direkt, dieser Teamfight, wo Kalista Soraka erst rettet und sie dann als Re-Engage-Tool nutzt, einfach Soraka mitten in G2 reinschmeißt und dadurch den Teamfight turnt. Das war für mich so, okay, also ich glaube, da läuft für G2 hier heute gar nichts. Und auch Game 2 fand ich jetzt, dass G2 da schon die bessere Late-Game-Comp hat und dann trotzdem nach 45 Minuten das Spiel verliert, auch so ein Ding, boah, das spricht dann auch eher für Rogue als für G2, so, also als gegen G2, im Sinne von, das hat dann nicht viel mit Underperformance zu tun, sondern einfach auch krass, wie Rogue sich da auch rafft und die Teamfights einfach auch fucking clean spielt. Ja, und Game 3 war dann halt einfach so ein schnelles Ding, sag ich mal. ich habe echt das Gefühl gehabt, also Rogue echt krank gewesen, hat das komplette Potenzial ausgenutzt. Die Botlane von Rogue, finde ich, hat sich jetzt in diesen Playoffs auch dazu gespielt, dass die auch mit Recht sagen können, beste Botlane im Westen nach diesen Playoffs. Unfassbar, was Rogue da abgeliefert hat. Da muss man auch Hack geben und nicht sagen, ja, hier, also G2 halt krank underperformed. Das stimmt auch zu einem Stück, aber nicht so krass, wie das die Community sagt. Ich finde, das ist disrespectful gegenüber Rogue, was die da abgeliefert haben. Weil ich meine, das ist das erste Mal, dass wir Rogue in den Playoffs gesehen haben, dass sie das rauszaubern können, was sie während der gesamten Regular Season, gut, jetzt im SummerSplit jetzt nicht so unbedingt, aber was Rogue immer mal wieder zeigt, was die eigentlich können. Und das war das erste Mal, dass sie nicht komplett weggechoked haben. Ja, und also bei Rogue muss man halt einfach sagen, die sind ja nicht seit gestern gut, die sind nicht seit dem Spring Split gut, die sind ja jetzt seit Jahren top oder mindestens halt das komplette letzte Jahr auch schon immer top dabei, immer tief in den Playoffs und so. Und das ist jetzt halt die Story eigentlich, wie Rogue
ne, ihren Chokefluch oder so besiegt hat. Und wie sie jetzt halt so aufsteigen als dieses neue Top-Team. Und ich habe auch Vergleiche gesehen von ein paar Leuten, wo die das quasi mit CS verglichen haben, mit dem Astralis-Roster und so. Das ist natürlich ein großer Vergleich, ne, Astralis, das Go-Team und so. Aber also das passt schon, Mann, das passt schon, weil das vergessen auch viele Leute oder die haben das früher nicht so ganz verfolgt, aber Astralis war ja alles andere als die geborenen Sieger, sondern es waren auch eher die Joker bis 2017, wo sie dann das erste Major gewonnen haben. Und die mussten das auch alle overkommen. Und Device, der lange Gold-Contender war und so, das war Joker Nummer 1, bevor er seine ganzen MVPs gewonnen hat und alles. Und Rogue, ja, Digga, ich finde, das kann man schon darauf anwenden. Und vor allem auch so Leute wie ein Larsen und so, ja auch, also Larsen hat ja auch zum Beispiel Interviews gegeben mit Thorin und so bei Reflections, glaube ich auch. Und generell so, wenn man Larsen oder auch wenn er Interviews gibt bei LEC oder was er auf Twitter postet, ich glaube, er kommt manchmal für viele so ein bisschen salty rüber oder so ein bisschen, ja, nicht arrogant, aber ja, so als ob er es irgendwie nicht wahrhaben will, dass er ein Joker ist oder sowas. Aber ich glaube, Larsen ist halt einfach legit so einer. Der weiß so, wo seine... Also der ist halt selber tilt auf sich so, wenn das passiert. Aber der weiß halt auch, was er ändern muss und so. Und ich glaube, Larsen wird halt auch so generell... Und da zähle ich mich auch zu. So, da kann man sich auch die letzten Folgen bei LoL angucken und so. Da sage ich auch, Digga, Larsen ist kein Superstar, der macht nur den Froggen und farmt da ein bisschen die Lane ab und Late Game möchte dann carryen und so. Und also das ist er ja immer noch und das wird er wahrscheinlich auch immer sein und das ist ja auch okay, aber so ein Spieler, also ihm tut das glaube ich nochmal mehr gut als dann als zum Beispiel einen Niski oder so, der irgendwie den MVP-Vote bekommt, weil er so ein aktiver Midlaner ist, aber Larsen bekommt so keine Appreciation irgendwie von der Community und bekommt nicht mal ins Second LEC-Team und sowas. Aber Digga, der holt sich jetzt den ersten Titel und der wird schauen, dass er sich jetzt die Championship stackt, Alter. Weil das ist halt so, das ist so das Einzige wahrscheinlich, was man ihm dann offiziell geben kann, halt die Championship. Und Digga, ich glaube, der guckt jetzt, dass er da so noch die ein oder andere an den Start holt, damit man ihn auch... Er hat ja auch selber gesagt, glaube ich, er will eigentlich, also wenn in ein paar Jahren oder wenn seine Karriere vorbei ist, dann will er einer von denen sein, die da beim LEC Mount Rushmore zu sehen sind oder so, ne? Eins der Gesichter. Und ja, also Larsen, sehr ambitionierter Typ, für viele wahrscheinlich ein bisschen arrogant oder salty oder so, aber ich glaube, so musst du sein, Alter, wenn du wenn du das so als Ziel hast und auch mit der ganzen Backstory halt mit dem Choken-Ding und also ich glaube, Rogue ist jetzt, also das kann legit das Ding sein, so was dieses Team halt an die Spitze katapultiert für eine lange Zeit. Ja, ich fand auch, also jetzt mal ohne Scheiß, ich fand, Larsen hat in diesem Finale, selbst wenn es sich jetzt stat-technisch absolut nicht wiedergespiegelt hat, ne? Aber ich fand, Digga, der hat unfassbar wichtig gespielt, unfassbar konstanter Damage-Output. Ich glaube, er hat sogar den höchsten Damage-Output in der gesamten Series geaveraged. Ich finde, das ist überhaupt nicht so rübergekommen, wenn man zugeguckt hat. Aber ey, ich habe mir die Stats angeguckt. Digga, der war komplett krass am Start. Und auch was Lars nach dem Finale gesagt hat, wo er zu seinem Game 1 LeBlanc-Pick gefragt wurde, weil LeBlanc passt ja gar nicht zu Larsen an sich so, ne? Mhm. Als Spielertyp, weil LeBlanc ist ja schon sehr proaktiver Assassin-Mage und so. Und ist ja auch LeBlanc auch gar nicht in der Meta halt. Deswegen, ne? Und er wurde halt dann gefragt, ja, warum der LeBlanc-Pick? Und er meinte selber so, ey, ich habe seit Wochen kein LeBlanc gespielt, wir haben das nicht einmal gepracticed, ich habe es nicht in Solo-Queue gespielt. Aber ich habe einfach diesen Draft gesehen und dachte mir so, ey, das ist einfach ein LeBlanc-Angle hier. Und dann hat er es halt einmal gepickt. Und das ist, wenn man das mit anderen in Verbindung bringen möchte, so eine Sache, ne? Diese spontanen Picks oder so, dann ist es vielleicht ein Caps oder ein Perks oder so, ne? Und, ey, das ist legit auch einfach so ein... Ich glaube, das war einfach so ein Moment in Larsens Karriere, wo er einfach legit so die Macht gespürt hat. Einfach so... Weil, weißt du, wenn du einfach... muss man jetzt nicht nur auf E-Sport beziehen, sondern einfach so im Leben, wenn du einfach so merkst, ey, ich muss das jetzt einfach machen, auch wenn es eigentlich
nicht so viel Sinn ergibt oder, keine Ahnung, vielleicht bessere Optionen gäbe in der Theorie, aber das war einfach so ein Moment, da hat Lars einfach gemerkt, okay, ich muss jetzt hier LeBlanc picken und einfach so meine Demons besiegen. Ja, ey, also wie gesagt, riesen Respekt an Larsen. Und er hat Caps auseinandergenommen. True, true. Muss man auch sagen. Also, das ist auch nochmal so ein Ding, ne? Also, wir wissen ja alle, wie krass Larsen ist, ne? Aber, Digga, der hat Caps, Peak Caps eigentlich, ne? Also kann man, also gut, Caps hat wahrscheinlich immer noch mehr Upside. Aber, Junge, der hat Caps. Fucking Caps aus dem Leben genommen in dieser Series, Mann. In einer vollen Arena, ja. Okay, ja, dann kann man sagen, so Homecrowd, ne? Also, das eigentlich macht es noch krasser, weil Larsen das LEC-Final jetzt in Malmö gewonnen hat, halt in Schweden, ne? Mhm. Er ist ja Schwede. Ja. Ja, also wirklich Riesenrespekt, aber auch Melrang, muss ich sagen. Melrang scheint sich jetzt tatsächlich gerafft zu haben. Der scheint langsam mit einem Gehirn zu bilden und der scheint langsam ja auch, also ich war so oder so, ne, ich muss da sagen, ich war immer überzeugt von Melrang. Ich bin immer im Melrang absoluten Home-Team gewesen, ja. Ich war Priester der Melrang Church in Europa und muss halt sagen, also klar, man hat so ein kleines Downgrade gesehen, aber ich fand immer noch, der opfert sich halt einfach. Das ist einfach so ein Dude, der opfert sich fürs Team. Und ich finde das vollkommen okay, wenn du so ein Team hast. So, ich meine, Rogue, da Aber ich glaube nicht mal, das ist seine Mentality, so, ich opfer mich, sondern das ist halt legit. Melrang denkt, das ist der beste Jungle-Style, den du spielen kannst. Und der, also ich weiß gar nicht, wie groß, also das ist jetzt in der Series hier nicht negativ oder so, sondern, also ich weiß nicht, der ist einfach so unnormal instinktgesteuert, das ist einfach so ein animalisches Tier, was über die Map läuft. Alter. Einfach so richtig instinktgesteuert, einfach das, was er gerade riecht oder so, aus irgendeiner Richtung, da rennt er einfach hin, Mann. Ja, ey, ich finde das total geil. Ich finde das wirklich geil. So, ne, itemtechnisch muss man halt sagen, da hat Melrang absolut seine Probleme gehabt. Also das war auch in diesem Playoffs noch gegen Fnatic mit einem Trimby auf Soraka im Team, wo er nicht irgendwie mal Richtung Spirit Visage als, er hatte zwei Items, glaube ich, vorher gebaut vor Spirit Visage. Also, ne, sowas dann halt zum Beispiel, das hat er dann zum Beispiel jetzt in der Series gegen G2 gemacht. Aber ich habe auch das Gefühl, so, der Typ hat auch einfach Eier. Also, wie viel kranke Re-Engages waren das auch? Dieser, ja, der ist komplett crazy, Alter. Dieser Jarvan Re-Engage und auch wie krank er so, was für Engages der einfach sieht, was für Ganks der einfach sieht, wie abgezockt der teilweise auch wartet auf eine Situation bei einem Gank, also wo er zum Beispiel Broken Blade über der Wand catcht, wo er weiß, okay, Broken Blade kann jetzt eigentlich nur rüberdashen, ich warte jetzt hier. So, also wirklich, Melrang einfach sehr, sehr gute Series. Es bleibt jetzt aber halt auch die Frage, ne? Für einen LEC-Titel scheint das zu reichen und ich bin auch froh darüber, dass das reicht. Ich finde das einen wahnsinnig coolen und erfrischenden Spielstil von Melrang. Jetzt ist aber halt die Frage, wie translated das ins International Play? Und das wird halt ein riesen Ding, ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Ich in einer Gruppe mit GAM eSports und Top eSports. Und ja, dann wartet man noch auf den anderen Pick. Das sieht jetzt aber eigentlich, also das könnte schon gut sein für Rogue. Ich klopfe jetzt dreimal auf Holz, dass ich nicht wegjinxe. Aber ja, ich bin einfach mal gespannt, wie das dahin translated. Aber eine Personalie. Also noch gut. Zu Melrang kurz. Das Ding ist, also dieser Spielstil, das ist halt das Ding. Und ich hatte es auch, da kann man sich die letzten Wochen angucken. Ich bin auch jemand, der gesagt hat, ey, das kannst du halt nicht ewig durchziehen. Und irgendwann checken das die anderen Teams und dann funktioniert das nicht mehr. Ey, es funktioniert immer noch. Ja, warum auch immer. Also jedenfalls in Europa ist es so, die anderen Teams kommen nicht darauf klar, wie Melrang spielt. Anscheinend egal, wie oft sie das sehen oder wie viel Zeit sie haben zu preparen oder whatever. Ja, das ist jetzt legit die Frage. So, funktioniert das international? Ne, wenn man sich die Gruppe anguckt, kann das gegen Top Esports funktionieren, ne? Ja. das wird sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt noch nicht viel über die Botlane geredet, also kommt ja auch Series MVP. Ich muss sagen, also ich würde, wenn wir über Botlane reden, anfangen bei Trimby, weil wir gerade bei
bei Melrang waren. Weil ich finde, also ja, das waren natürlich Melrangs Engages und so, die dann oftmals die Skirmishes da gewonnen haben und so. Aber ich fand es saukrass, Alter, was der für eine Synergy mit Trimby hat. Weil legit, immer wenn er reingesprungen ist, er war ja unsterblich, weil er einfach Soraka-Heals bekommen hat oder Lulu-Ulti oder sonst was. Das war unnormal krass und ne, mit dem Aspekt, es gab ja auch nach dem Finale dann ein kurzes Melrang-Interview und ja, also ich glaube, er versteht schon ganz gut Englisch auf jeden Fall, ne, aber selber sprechen ist halt, also das ist auch null Front oder so, das ist halt ein schwieriges Ding, ne. Vor allem in Korea, so wenn du gar keine Vorkenntnisse hast von Englisch oder so. Er kann halt nicht so unbedingt sich selber gut ausdrücken auf Englisch, sagen wir mal, ne. Und also kommunikationstechnisch stelle ich mir das sowieso krass vor, halt mit einem Jungler, der halt nicht wirklich mit dir kommunizieren kann, ne? Aber das funktioniert halt trotzdem bei Rogue. Und genauso funktioniert es halt, dass Trimby anscheinend immer absolut auf dem Schirm hat, wenn Melrang gleich da crazy reinspringt und so. Also ich finde das beeindruckend, wie Rogue das so hinkriegt, so eine Synergy zu haben mit ne, Melrang als Koreaner, der halt kommunikationstechnisch auf jeden Fall, ja, ist keine Stärke von ihm, ne? Ja, also ich finde, viele reden immer über beste Mid-Jungle-Kombo. Ich finde tatsächlich auch, Jungle-Support ist, also oft ist Jungle-Diff halt auch Support-Diff und ich finde gerade das Zusammenspiel jetzt nicht nur, was jetzt Engages und Teamfights angeht zwischen den beiden, sondern auch das Vision-Zusammenspiel zwischen beiden wirklich sehr, 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 sehr gut und da können sich eine Menge an Teams, was die Synergy angeht, auch nochmal eine Scheibe von abschneiden. Ja, aber wenn wir halt auch über Comp und Trimby als Botlane reden, muss ich sagen, also ich glaube mittlerweile nach diesen Playoffs jetzt, muss man sagen, in dieser Saison beste Botlane Comp und Trimby. Comp selber Far. Sagt, Far, ja. Ich glaube, ein griechischer ADC, der Finals MVP ist in der LEC, sagt im Interview, beste Botlane bei Far. Junge, welches Jahr haben wir? Also, ist auch das, einfach der absolute Erbe von Forgiven in der LEC, Mann. Ja, Mann. Schade, dass es da nicht unforgiven wird, aber nein, also ich muss sagen, also da kann man nicht mal gegen argumentieren. Also holy shit, was haben die für eine geile Series gespielt? Wie viele Fights hat Comp mit einfach genialem Positioning oder selbst diese Catches, die vom ADC eingeleitet werden. Alter, wie krass war das gespielt von Comp? Unfucking fassbar. Ja, und Trimby, du hast es gesagt, also der Typ, der weiß halt einfach, wie man einen fucking guten Support spielt, wie er die Leute am Leben lässt. Und wie gesagt, dieses Ding, Game 1, Kalista holt Soraka da raus, dann dieser Re-Engage. Und das hat Trimby ja trotzdem noch überlebt. Das hat der überlebt, obwohl der da mit 10% reingeschmissen wurde in G2. Der hat das überlebt und den Fight damit geturnt. Alter, holy shit, wie krass war das bitte? Also unfucking fassbar. Ja, einfach riesen Loblied an Comp und Trimby. Ja, möchtest du da noch was sagen? Ja, was ich halt sehr krass finde bei denen, das ist die Eins, also das war sowieso, wie flexibel die auf einmal waren, so auf einmal, so aus Sicht von außen als Zuschauer. Weil da hatte ich eigentlich gar nicht so einen Eindruck über den Großteil der Season. Und dann erst bei der Series dann gegen Fnatic im Lower Bracket, weil Fnatic, auch die Erfolgsstory dann, wie Fnatic in den Playoffs war auch teilweise, weil Upset und Hillisang mit als einzige Botlane im Westen Lucian Army spielen können. Und die damit Games gewonnen haben. Und dann kommt Rogue halt gegen Fnatic die Series. Und Rogue pickt einfach Lucian Army und gewinnt damit gegen Fnatic. Das war halt erstmal krass, dass Rogue das auch hingekriegt hat. Und dann in der G2 Series. Momentan ist ja so, dass Draven eigentlich, wenn man als Team gegen einen guten Draven-Spieler spielt, dann ist er eigentlich Permaban, weil er so stark ist. Mhm. Ja, und man ihn selber nicht spielen kann. Und gegen G2, das erste Game in den Finals, einfach offen gelassen, Digga. Haben einfach Draven zugelassen auf Lacket und haben dann selber Kalista gepickt. Also Comp Kalista. Was man vorher eigentlich gar nicht gesehen hat. Und Comp hat die schon ziemlich zerfetzt, Alter. Also ohne Spaß. So wie flexibel einfach die Botlane von Rogue war krass. Und also Trimby sowieso mit fucking Soraka und so, was er eigentlich der einzige. Ja, okay, der einzige kann man nicht sagen, weil das ja jetzt vermehrt auch aufgetreten ist, auch in NA und so.
Aber also auf seine Soraka hat man keine Antwort gefunden, ne? Außer ein Bann. Ja. Ja, wie gesagt, sehr, sehr krass, aber über wen wir noch nicht geredet haben, für den ich glaube, für ihn freue ich mich sogar tatsächlich am meisten. Odo, Alter, endlich, ja, einer der underratedsten Top-Laner in der LEC, endlich hat er seinen Titel. Freue mich wirklich sehr für ihn. Ein super konstanter Dude. Also, ich glaube auch, das haben wir ja auch schon zum Spring Split gesagt. Also, das ist einfach ein Top-Laner. Da erwartest du nicht, dass der dir das Spiel carried, aber du weißt einfach, der macht keine Scheiße und dadurch, dass der Typ keine Scheiße macht, gewinnt er dir die Games. Und ja, wirklich, ich freue mich unfassbar für Odo. Muss er halt einfach sagen, also, Digga, was ist das für ein Spieler, der einfach so abgezockt halt auch ist, der die Teamfights auch echt clean spielt, ein unfassbar gutes Meat Shield auch war im Übrigen in dieser Series im Finale. Und auch tatsächlich, ja, einfach gute Angles auch in den Teamfights findet, um Targets rauszupicken. Also das macht Odo auch wirklich, wirklich krass. Ja, ich bin einfach, ja, Rogue, einfach, all in all einfach eine krasse Leistung, aber ich freue mich nochmal extra für Odo, der da wirklich auch eine geile Series hingelegt hat. Ja, also Odo ja bis zum letzten Sonntag der Spieler mit den meisten Games in der LEC ohne Titel. Die Serie ist gebrochen, jetzt hat er den Titel. Und ja, also gibt kaum einen Spieler, der noch aktiv am Start ist, ne, bei dem das überfälliger ist als bei Odo, ne? Von daher auf jeden Fall geile Sache, dass Odo endlich seinen Titel hat. Ist ein geiler Typ, egal wen du fragst, so jeder spielt gerne mit Odo zusammen und so. Das ist einfach genau der Top-Laner, den du eigentlich haben möchtest. Und deswegen, ja, also, ne, wenn wir über die besten Top-Laner reden, normalerweise, wenn wir über LEC reden, die Namen, die da vorkommen, sind irgendwie Broken Blade oder Alfari oder so, aber am Ende, ein Odo kannst du in jedes Team packen, Digga, und jeder im Team ist zufrieden mit dem, wie der spielt, ne? Und das ist halt eine Quality, die haben nicht so viele. Und deswegen einfach so verdient, dass er endlich seinen Titel hat. Auf jeden Fall. Riesen-Props an Odo und auch generell an Rogue. Aber. Ey, aber gerade wo wir kurz bei Toplane sind, Digga. Ey, Aatrox ist so eine Falle, Alter. Aatrox picken ist so ein Müll. Digga, das hat mich so weggetiltet bei Fnatic gegen Rogue, dass die Wunder einfach jedes Game Aatrox gepickt haben. Und der immer useless war. Also ich habe wirklich auch in dem Game, Rogue hat ja, glaube ich, in Game 3 auch im Finale Aatrox gepickt, ne? Auf Odo Amne. Keine Ahnung, ich habe in die komplette Season gefühlt noch keinen Aatrox gesehen, der useful war. Also ohne Spaß, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich finde, das ist so ein Trap-Pick, Alter. Das regt mich immer auf, wenn Teams den picken. Ich finde halt, der Reward bei Aatrox ist halt krass, wenn du ihn krank ahead kriegst, so, ne? Also Aatrox, wenn der halt ahead ist und, ne, seine Item-Power-Spikes hat, ich glaube, dann ist das schon ein Champion, der dir halt ein Game halt allein gewinnen kann. Ja, aber ich find, dafür sind zum Beispiel AD-Carries einmal viel zu stark. Digga, und haben zu viel Peel mit fucking Lulu und so drum. Also. Wie kannst du es wagen, ADCs so Ja. in den Himmel zu loben? Ja, die werden eh tot genug bald. Also, es geht ja gar nicht, dass ADCs, wenn sie scalen, auf einmal stark sind, die Haupt-DPS-Leute, das geht ja gar nicht, Alter. Da muss man auf jeden Fall wieder was ändern. Oh Mann. Ich würde sagen, also die, wie ist das nochmal? Nicht, der Patch, der alle, Durability-Patch, den muss man einfach für ADCs reverten, würde ich sagen, dass die so squishy sind wie vorher und dann ist alles gut. Es wird, irgend sowas wird passieren, dass ADCs nächstes Jahr wieder komplett das ganze Jahr Ashe, Jhin spielen oder so ein Mist, Alter. Wahrscheinlich, Digga, 4 Worlds. 4 Worlds, kompletter Metaship. Das wäre das Beste, das ganze Jahr ADC Meta for Worlds, wenn die komplett gefickt. Ja, Mann. Aber ich finde, das Gute ist, was man daran sieht, während so einer ja, starken ADC-Meta, sage ich mal, selbst wenn ich jetzt. Also, ich finde ja eigentlich, ne, ich finde das nicht schlimm, wenn ADCs halt auch pop-offen können und wirklich geil, ne, das ist ja immer mit geilen Mechanics, geilen Positioning und so weiter verbunden. Das Problem ist halt, dass Meistens. Zeri existiert. Ja, das wollte ich gerade sagen. Aber wenn ich dann sowas wie Zeri Yuumi sehe, Alter, da. Digga, das fühlt sich auch einfach unfair an zum Zugucken. Digga, was ist das? Die müssen ja nur halbwegs im Spiel sein
Und du kannst ja nichts mehr machen, Alter. Du kannst nichts machen. Wer denkt sich das aus? Das Ding ist halt, Zeri ist halt schon wieder so ein Champ. Der wurde jetzt schon wieder, also der wurde ja schon jetzt des Öfteren genervt und ist immer noch komplett broken. Und Digga, du könntest legit diese, das ist ja ihr W, wo sie diese fucking Lux-Ulti über die Wand macht. Du könntest legit das komplett aus Zeris Kit rausnehmen, dass sie einfach kein W hätte. Und der Champ wäre immer noch Prio-Pick. Weil er so stark ist mit dem Q und der Ulti und so im Late-Game. Das ist so dumm. Und einfach, das ist ja sogar AP-Damage, oder? Ihr W? Ja. Einfach Magic-Damage, Digga. Also das ist, Junge, das ist so krank. Das ist einfach eine fucking Lux-Ulti im Late-Game auf dem W ohne AP zu bilden und machst Magic-Damage damit. Nice. Das ist dumm. Naja. So ist das. Aber, liebe G2-Fans, müsst ihr jetzt besorgt um G2 sein oder nicht? Ist G2 jetzt absolut gebrochen und am besten Team disbanden? Nein, natürlich nicht. Ich fand schon, dass das eine erschreckende Series war. Ich glaube, auch als G2-Fan muss das sehr, sehr hart gewesen sein, sich da so im Grunde im Boden stompen zu lassen. Aber das ist Lernprozess A für die jungen Spieler, B ist es nochmal was eventuell jemanden wie Caps und Jankos irgendwie so ein bisschen reigniten könnte, genauso auch Broken Blade. Nichtsdestotrotz muss man sagen, gerade auch mit Anbetracht der Worlds-Gruppe und whatever, ich bin mir unschlüssig, ob wir genau dieses G2-Lineup nächste Season sehen werden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir da den ein oder anderen Roster-Move eventuell nochmal sehen könnten. Ich weiß nicht wer. Also es könnte natürlich sein, dass da der ein oder andere Spieler jetzt auch nach langer Zeit auch keinen Bock mehr hat. Oder ins Retirement Home geht's übersehen. Ne? Ja, das kann natürlich alles sein. Aber ja, für Worlds hängt echt viel von diesem G2-Roster ab. Ich finde jetzt nicht, dass man jetzt unfassbar besorgt sein könnte aufgrund der Performance. Einzige, weswegen halt man besorgt sein sollte, könnte, whatever, ist halt die Gruppenauslosung, weil die ist halt echt krass. Aber wenn ein Team tatsächlich mal so ein Upset hinbekommen kann, dann ist es halt auch G2. Die haben es bei MSI gezeigt, dass sie einen unfassbar starken Run auch hinlegen können. Selbst wenn es halt wirklich meaningless Games waren, das muss man auch im Zusatz dazu sagen. Aber so im Endeffekt hat G2 das schon oft genug gezeigt. Was heißt oft genug? Mit diesem Roster schon beweisen können, dass sie eben auch solche Upsets schaffen. Deswegen einfach mal hoffen, dass das Ganze, dieses Finale G2 ein bisschen reignited, die Leute einfach ein bisschen lernen, auch mit sowas umzugehen und daraus die Schlüsse ziehen zu können. Ja, also ich würde G2 auch alles andere als direkt abschreiben für Worlds und so. Ich fand auch, das Ding ist halt, auch mit dem Vergleich dann zu dem G2-Roster aus 2019, 2020, ne, das Gold-Roster aus dem Westen und so, G2 auch immer noch dieses Jahr und auch in den Playoffs großteils, bis es dann halt bergab, oder halt ne, bis zum Finale sahen sehr gut aus. Das war das einzige Team aus dem Westen, was mir wieder halt annähernd diesen Vibe geben kann, ne? Das ist halt, dass sie so mega cocky spielen und einfach so unnormal selbstbewusst und die Games auch early closen wollen und so. Dann, also, als Fnatic dann wieder gut oder besser geworden ist in den Playoffs, habe ich da so ein bisschen den Vibe bekommen, aber das war schon hauptsächlich G2 eigentlich, die mir das gegeben haben. Und ja, also ich finde es sehr schwer zu sagen, wie es bei Worlds dann sein wird, aber also ich glaube nicht, dass G2 irgendwie rausgestompt wird, weil die jetzt irgendwie mental gebrochen sind oder sowas, das kann ich mir nicht vorstellen. Was so Roster Changes angeht, das Problem ist halt, wenn ich GM wäre von diesem G2-Roster, dann, also für mich ist halt eine klare Baustelle, nicht in dem Sinne, dass der Spieler irgendwie besonders schlecht war oder die Games verloren hat, aber einfach, dass es bessere gibt und auch in Europa bessere, ist für mich AD Carry Flaggett. Das ist halt, und Flaggett ist halt immer noch overhyped, vor allem halt von der spanischen Community, ne, weil die halt einfach, keine Ahnung, ja, whatever. Aber, ja, Upset Comp sind eine ganze Nummer drüber über das, was Flaggett halt leisten kann und auch was sein Potenzial, glaube ich, ist. Aber das Problem ist für mich halt, die G2 Botlane konnte gar nicht so viel machen in der Series, fand ich. Und das war hauptsächlich ein Topside-Diff mit
Melrang und Larsen. Und das ist ja eigentlich das starke bei G2, Caps und Jankos, ne? Und halt auch Broken Blade auch, ne? Aber der Dreh- und Angelpunkt ist ja Caps und Jankos. Und die wurden halt ziemlich deklassiert im Finale gegen Rogue. Und sowas will man da jetzt für Schlüsse draus ziehen, ne? Also ich glaube, solange, ja, weiß ich nicht, ich glaube, Jankos hat ja eigentlich auch eine gute Season gespielt bis zum Finale und so. Und wenn Worlds jetzt scheiße läuft, keine Ahnung, würde G2 dann von sich aus sagen, ja, Jankos, jetzt ist mal Schluss, ne? Was lange genug da oder so. Kann ich mir eigentlich auch nicht so, also ja, ne? Carlos kann auch etwas schwierigere Entscheidungen treffen, aber ich weiß nicht, Mann. Das ist halt, die haben legit dieses Finale halt, in diesem Finale wurden Caps, Jankos halt outclassed, aber deswegen kann vielleicht schon entscheidend sein, jetzt bei Worlds halt wenigstens, ja, wenn man aus der Gruppe kommt, ne, dann ist okay, würde ich sagen. Ja, es ist ein ganz schwieriges Ding bei G2. Ja. Aber das Problem ist halt auch nicht, dass sie knapp verloren haben, sondern sie wurden komplett vernichtet von Rogue, Alter. Aber auf allen Ebenen, Mann. Das Ding ist halt, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sagt, Flagged Supremacy, ne, und whatever. Also ich bin aber nicht der Meinung, also klar, Flacket ist von vielen Fans schon sehr overrated. So, der wird ja teilweise auch echt in die Top 2, Top 3 gesteckt, ADCs. Also da sehe ich ihn halt auch noch nicht. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass der vom Potenzial da absolut hinkommen kann in dieses Top 2, Top 3 Thema. Also das ist für mich eigentlich ist das relativ, na, das heißt relativ klar, aber das ist so, das kann ich mir schon vorstellen, dass er das schafft. Und ich finde auch, der Typ spielt auch gut mit Tagamas zusammen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass die da jetzt komplett außerhalb einer Wellenlänge sind. Aber die sind ja auch nicht jetzt die Duo-Botlane, sondern das ist ja auch eher Tagamas Stärke daran, ne, den Roamer zu machen und so eigentlich. Ja, der, ja. Die Zu-Support, wie man ihn kennt über die letzten Jahre mit Mickey oder so. Ja, gut. Ja, okay. Aber ich finde jetzt nicht, dass die ne, komplett ja, out of the ist richtig, ja. So. Also Flacket, weiß ich nicht. Ich kann das verstehen, wenn man an ihm festhält. Auch, ne, spanische Community, man muss da ja auch ein bisschen geschäftlich denken, ne, als G2, find ich. Ist das auch immer ein bisschen drin. Und gerade Flacket, Digga, der Typ ist einfach für dieses Team auch ein absoluter Meme-Gott, ne? Also was der an Content liefert auch. Ja, gut. Das darf man da auch nicht mit vergessen in der Thematik. Was ich halt glaube, ist tatsächlich, was du schon gesagt hast, Jankos, das könnte ein Thema werden. Jetzt nicht, ne? Jankos, ey, auch was der international an Respekt bekommt, ne? Das sagen ja auch viele chinesische Jungler, chinesische Teams, koreanische Jungler, koreanische Teams, die sich einfach wahnsinnig drauf freuen, ihn wieder kaputt zu machen. Ja, nein, der hat wirklich Respekt, ne? Ja, Digga, ja. Die haben da Real Talk kranken Respekt, auch von dem Jankos jetzt noch. Also, ne, er ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter für E-Sport-Verhältnisse, sag ich mal. Aber der hat absoluten Respekt. Und das meine ich nicht, dass ich jetzt irgendwie finde, Jankos ist kacke, weil das ist er nicht. Jankos ist, finde ich, selbst wenn das jetzt irgendwie keine krasse Series auch von ihm war, aber wenigstens noch einer derjenigen gewesen, die irgendwie noch irgendwo in dieser Top-Seite ein Lichtblick waren. Ich finde aber dieses Alter-Thema und, also selbst wenn das vielleicht für viele auch ein bisschen weit hergeholt ist und auch Quatsch ist in vielen Augen, kann ich auch voll verstehen, aber ich glaube, so dieses frischen Wind reinbringen, da ist G2 echt, also ne, gerade auch mit den Changes, die G2 in der Vergangenheit gemacht hat, frischen Wind reinbringen, mal was anderes ausprobieren, da ist Jankos eine Stelle, da kann ich mir vorstellen, dass das passiert. Und so. Wen nimmst du da? Eljoya oder? Eljoya wäre die logische Konsequenz, glaube ich, an Junglern, die in ein Top-Team kommen wollen würden und quasi auch rauskaufbar wären, sage ich es mal so. Also Eljoya ist für mich, ja, Digga, wen würdest du aus Europa nehmen? Oder du nimmst ja einen koreanischen Jungler. Oder einen chinesischen. Aber das wäre irgendwie auch Quatsch. So, ne? Also, I don't know. So, wenn du halt sagst, frischen Wind reinbringen, Eljoya, dann kann ich mir das vorstellen. Ich finde es wirklich sehr schwer, über Jankos irgendwie zu... Da, ja, halt, wie gesagt, Jankos ist für... Das ist es mein gibt halt so viele Argumente für ihn. Ja.
ne, ist mein absoluter Lieblingsjungler, ist einer der krassesten Jungler immer noch, dass das, ne, der asiatische Raum immer noch wahnsinnig viel Respekt und Bock auf ihn hat, so, gegen ihn zu spielen. Das, ja, ist ja okay, aber die meinen das ja auch mit wirklich sehr ernst gemeinten Respekt. Ja, ja, ist auch so. Deswegen wirklich riesen Respekt. Ich kann es mir nur vorstellen, dass das eine Herangehensweise bei G2 ist. So, ich glaube, Canyon freut sich schon in der Gruppe. und ich glaube auch ein Broken Blade, also das weiß ich, ich fand Broken Blade war eigentlich über die gesamte Saison sehr stark, selbst wenn das Finale jetzt halt nicht so gut war. Aber das ist halt irgendwo das Ding, wenn man eigentlich, du kannst dir eigentlich alle Top-Teams angucken, auch außer LPL, auch ein Genji aus Korea und so. Mhm. Das ist halt diese Season oder jedenfalls die zweite Hälfte nach den Durability Changes. Du spielst nun mal durch deine Botlane und dein Top-Laner ist nun mal nicht. Das ist nun mal der eigentlich eher zurückstecken muss. Und die meisten Top-Teams haben eben nicht den Carry-Top-Laner, sondern das ist halt meistens, wenn man ganz individuell betrachtet, ist meistens der Top-Laner der individuell schwache Punkt eigentlich in diesen Teams, die jetzt auch bei Worlds sind und so. Aber das ist halt, das verliert dir halt nicht im Game oder so, wenn dann ein Top-Diff ist, weil dann Broken Blade dann steht oder so. Weil du halt in der als AD-Carry dann zum Beispiel einen der besten der Welt hast, ne? EDG hat einen Viper, Genji hat einen Ruler und so. Das ist halt einfach in der Meta, die wir halt seit einer Weile haben, wo der Unterschied dann auch passiert. Natürlich auch Midlane, Jungle, Support, ganz, ganz klar. Und Toplane darf natürlich auch keine absolute Lücke sein, ne? Aber grundsätzlich, die Games werden oft durch AD Carry gewonnen, ne? Ja, aber gut, das ist dann aber auch sowas, wie willst du das? Ja, das ist halt dumm. Weil man weiß halt nicht, wie die Meta im nächsten Jahr aussehen, ja, wie sie das sich verändern wird. Ja, ne? Ja. Ich meine, gerade auch am Anfang, so Spring Split, wo man auch noch gesagt hat, ey, also Carry Top Laner, das, ne, spielen ja auch einige Teams, die dann halt auch krass aussehen. Ja, da lief es ja auch für G2 und ja. Broken Blade konnte öfter seine Pocket Picks rausholen und so. Und Fleck, vor allem halt, Fleck, deswegen bin ich halt auch Flecket gegenüber immer noch. Ich weiß nicht, wo sein Potenzial ist. Ich glaube persönlich nicht, dass es irgendwie so hoch ist, wirklich, dass er irgendwie mit einem Upset oder kommt momentan irgendwie, dass er da rankommen könnte. Weil er hat halt meiner Meinung nach noch nicht gezeigt in wichtigen Games, dass man über ihn spielen kann und er carryen kann. Und das Problem ist halt auch, dass er das die erste Jahreshälfte nicht tun musste und es auch keinen Sinn gemacht hätte, weil die Meta halt noch so war, dass so auch dass G2 einen Vorteil hatte, dass sie mit Broken Blade über Toplane spielen konnten. Ja. Aber gut, ich meine, Digga, das war jetzt das erste Jahr für Flackert in der LEC. Ich finde, das war ein sehr, sehr gutes Jahr für ein Debüt. Das, ich finde, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ja. Das ist halt nur die Sache, weil jetzt wird momentan auch wieder geredet oder so. Ja, eigentlich müsste Upset halt eigentlich irgendwie, oder ne, so diese Gedankenspiele, ja, wenn Upset bei G2 wäre. Oder auch, was ich auch eigentlich krass finden würde, wenn Upset halt mal mit Perks spielen kann. Falls es bei Vitality wird sich auf jeden Fall was tun, ne? Aber, Reckless Vitality habe ich hier nicht gesehen. Ja, bestimmt. Nee, aber, ich habe auch keine Ahnung, wie realistisch das tatsächlich ist, dass Upset irgendwie nächstes Jahr nicht mehr bei Fnatic ist. Aber, also, ey, für mich ist Upset mit Abstand der beste AD Carry im Westen, was das Ceiling angeht. Ja, in den Playoffs, er hatte auch gerade gegen Rogue dann auch In-Momente und so, ja, ist so. Aber ich meine, also für mich auch die Comp-Performance jetzt und so, ja, kommt sehr, sehr gut, aber also wie Upset teilweise die Games für Fnatic gecarried hat und vor allem auch der ist, der quasi die meisten Fights initiated und so, das ist halt komplett krank. Ja. Deswegen, es ist eigentlich so, keine Ahnung, wenn du ihn haben, einfach nur in der Theorie. Wenn G2 Upset einfach haben könnte, so als Entscheidung dann, Flecket oder Upset, ist halt das Ding. Mhm. Oh, ey, ich glaube, das wäre sogar tatsächlich ein guter Fit auch mit Tagamas, ne? Für Upset. Ja, das ist halt das andere Thema, so neben dem Spielerischen. Halt ich glaube, Upset ist halt auch so ein Upset ist einfach so ein richtig passiv-aggressiver Deutscher. Das ist halt einfach so. Und Upset, Digga, wenn dem irgendwas, wenn der irgendwas sieht, was ihm nicht gefällt und so, dann sitzt er halt mit so einer monotonen Stimme und sagt das halt direkt, ne? Ich glaube, das kann halt, kann sein, dass da nicht alle mit umgehen können oder so. Das ist halt das nächste Ding, aber
Ey, grundsätzlich, ich bin immer persönlich der Meinung, ne, ich war nie Profi oder so auf krassester Ebene, aber ich bin persönlich der Meinung eigentlich, wenn dein Ziel ist, das krasseste Team zu sein, alles zu gewinnen, dann nimmst du die besten Spieler, egal was das für Arschlöcher oder sonst was sind, Alter, sondern du versuchst dann damit zu arbeiten, einfach, damit du das höchste Potenzial überhaupt haben kannst. Nicht, dass Upset jetzt ein Arschloch wäre oder so, aber einfach... Nee, das glaube ich auch nicht. Nee, also das... ich glaube, Upset ist ziemlich based, Alter. Also ich glaube, mit dem würde ich gerne mal ein Bierchen trinken oder so. Aber ja. Ich glaube, Upset, dem liegt halt einfach Siegen am Herzen, das merkt man auch. Upset will gewinnen. Safe. Und ja? Deswegen, so viele Leute denken irgendwie, oder keine Ahnung, vielleicht ist er ja arrogant oder so, oder wie er halt auch in Interviews PGL sagt, wo er gefragt wurde, glaube ich, von, weil ich glaube, Shox war das bei PGL, wo sie meinte, weil ihr euch letztes Jahr für World schon qualifiziert habt, so gibt ihr das irgendwie Confidence, dass ihr das dieses Jahr wieder schafft, und Upset sagt halt, ey, ich habe irgendwie nie an mir gezweifelt, dass er es schaffen kann und der Beste im Besten sein kann oder so. Ey, das ist einfach legit, was der Typ ehrlich denkt. Und das sagt er halt. So, und wenn er deswegen arrogant ist, keine Ahnung. Ich bin generell so arrogant, irgendwie so ein negativ behaftetes Wort. Keine Ahnung, das ist so einfach. Ist das schlecht, dass er von sich selber denkt, dass er der Beste sein kann, wenn er so ein riesen Potenzial hat? Also, ich sehe das persönlich deutlich lieber, dass dein Spieler ehrlich raussagen und solche Antworten geben, als dass dann da dumm drumrum gelabert wird. Und man irgendwie so einen auf Humble macht. Ja. Gerade bei Upset, der ja auch schon des Öfteren bewiesen hat, so, dass er halt ein komplett geisteskranker ADC ist. Ja, ist eine interessante Sache. Da spielen dann halt aber auch zwei Sachen rein. Also, beziehungsweise die größte Sache ist halt einfach so, geht Fnatic überhaupt in Gespräch mit Carlos und sagt hier, also wollt ihr Upset haben? Aber G2 hat ja auch Wunder an ihn, an Fnatic, funktioniert und so, ne? Also ja, ich glaube, so Fnatic und G2 werden so niemals Freunde oder würde. Ja, aber wenn ich das einer Orga zutrauen würde, dass die das direkt blocken würden, selbst mit Wunder, dann ist es Fnatic, Alter. ja. I don't know, man. Ich weiß nicht. Ist irgendwie schwierig einzuschätzen, was mit dem G2-Roster passiert. Und ich kann mir das aber auch bei Flackett nicht vorstellen, weil, also ich meine, man kann sich hier jetzt nicht hinstellen und sagen, Flackett ist jetzt irgendwie schlecht gewesen. Nee, safe nicht. Ne? Gerade nach dem Rookie-Jahr, das würde mich schon arg wundern, wenn sie ihn ersetzen. Aber naja, aber das ist ja das auch... Das ist so ein Ding, was kannst du bekommen, ne? Also das ist jetzt wie bei NIP damals, ne? Wenn dann gesagt wird, ja, von wem werde ich ersetzt? Ja, von Device. Ja, okay. Ja. Verständlich. So, das wäre dann halt so ein Ding, ne? Aber ja, gut. Und ne, natürlich muss man auch bei G2 betrachten. Also ich meine, Digga, was waren das teilweise schon für Transfers, die fast zustande gekommen sind? Bei G2. Digga, die hätten Viper haben können. Also von dem, was Carlos gesagt hat, ne? Ja. Ne? Also da muss man dann halt auch sagen, okay, ne? Das kann halt alles passieren. Und ja. Wie gesagt, einfach mal abwarten, was bei G2 passiert. Jetzt haben wir auch schon Worlds wird jetzt halt ganz wichtig sein, ne? Was G2 da macht. Ja. Jetzt haben wir auch schon sehr, sehr lange über die LEC geredet. Ich würde sagen, wir haben das meiste auch durch mit extra Thema noch G2-Roster. Ne? Eventuell, ich würde sagen, wir gehen rüber nach NA. Da muss man ja eigentlich auch nicht über viel reden. Grundsätzlich NA. Ich fand, man hat schon Improvement gesehen. Ich fand jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie absolut komplett scheiße war, was man da in der LCS abgeliefert hat. Also ich würde sagen, Liquid hat gut investiert, ihr Geld, viel rausbekommen und so. Das ist halt ein Ding. Aber das ist halt auch da. Ne, Liquid, einfach, die haben einfach dasselbe gedacht wie du. So, die sind halt in der LCS scheiße, aber wenn die zu Worlds kommen, dann nehmen die alle auseinander. Ja, leider nicht gereicht. Ja. Ja, und vor allem, ne? Das ist so ein Witz, dieses Team, Alter. Gegen EG, Alter. Holy shit. Also ich muss halt sagen, ne? Also Liquid. Wenn wir bei Liquid bleiben, ich finde, das ist so ein Thema, da sollten wir eigentlich mal so ein gesamtes Video zu machen, Thema Superteams in E-Sports.
und wie schnell das auch backfeiern kann, weil das ist eigentlich ein Thema, da kannst du unfassbar viel drüber reden. Ich finde, das würde jetzt den Rahmen hier auch sprengen. Nichtsdestotrotz, Liquid absolut enttäuschend gewesen und ein Case, den wir jetzt auch gleich mit Cloud9 verbinden können. Also Bjergsen und A-Goat, die LCS hat ja auch die Top 10 LCS-Spieler in jeder Position auch, oder Top 5 war es, glaube ich, whatever. Ja, Top 10 meine ich, ja. In jeder Position gemacht, Digga, da war Bjergsen an 1 und Jensen an 2 und ich finde gerade jetzt nach diesem Ding, Alter, also holy shit, also das ist ja gut, ne, das konnten die da nicht wissen, dass C9 hier das Finale gegen die 100 Thieves durchsweept, aber also für mich ist das jetzt mittlerweile echt kaum noch ein Case, also was heißt kaum noch ein Case, da kann man schon, ne, innerhalb von NA vielleicht argumentieren, aber gerade wenn wir das International Play mit berücksichtigen, Jensen ist da vor Bjergsen. Also, da ist Jensen vor. Ja, da haben wir ja schon öfter mal drüber geredet. Und also, du bist ja auch, ne, du redest ja auch sehr positiv über Bjergsen. Oder ja, für dich, ja, auch, also, für dich ist er auch der NA Goat, ne? Also, das ist ja auch. Ja. Also, es gab, glaube ich, auch zwei. Ich wusste jetzt gar nicht, dass sie auch für die Position was gemacht haben. Ich habe nur die Top 10 insgesamt mitbekommen an Spielern. Und das war ja eigentlich die große Debatte, so vor dem Finale. Dass, da war ja, weil in der offiziellen Liste dann die von Experten und sonst was zusammengestellt wurde, war dann Doublelift auf 2 und Bjergsen auf 1. Mhm. Und ich habe mich ja schon öfter mal über Bjergsen ausgelassen oder auch die Leistung, die er bringt im Verhältnis zu seinem Gehalt und sowas. Und also für mich ist eigentlich Doublelift der NA-Goat, aber einfach auch, weil er einfach mit drei verschiedenen Teams in, ne, schon in ziemlich unterschiedlichen Jahren auch die ACS gewinnen konnte und so weiter. Und auch international, also international, vor allem dann bei TL mit CoreJJ oder so, war eine starke Botlane, Alter. Also die konnte mithalten gegen die Besten der Welt. Und ja. Bei Bjergsen, ne, du hast es angesprochen, international, ein Witz. Also, das ist halt einfach so, international überhaupt nichts vorzuweisen. Ich glaube, dass wenn man da irgendwie das Beste rausnehmen will, dann war es irgendein IEM Katowice oder so, als das noch stattgefunden hat. Gegen irgendwelche Drecksteams da, die halt nicht mal irgendwie annähernd die Besten waren aus Asien oder sowas. Also halt ein Witz, wirklich ein Witz. Aber ich glaube, also für mich ist Doublelift schon der NA Goat, aber ich sehe das auch, wenn man sagt, Bjergsen ist der NA Goat, das ist sehr, sehr nah beieinander. Ja. Nur, Ich würde das halt bei Bjergsen gar nicht mal auch so skilltechnisch, der war auch krank, ne? Das möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber ich finde, Bjergsen hat auch einfach eine Ära geprägt, ne? Natürlich Doublelift auch, aber ich finde, Bjergsen ist einfach so, der kam da als 17-Jähriger, 16-Jähriger? Nach NA, irgendwie so. Der kam danach NA und der hat NA rasiert. Der hat da geisteskrank gespielt, hat eine absolute Ära in Amerika geprägt und hat im Übrigen auch die Schranken gelegt für, die Weichen gelegt, sagen wir mal so, für halt diesen ganzen EU-Import-Kram nach Amerika. Bestimmt, ne? Auch für den Jensen, ja. Ne? Also ja. Bjergsen, also, war da der Erste, ne? Man muss halt sagen, also spätestens, wenn du mit so einem Team wie das, was Liquid da jetzt hat, und ja, Bjergsen, ja, Pause gehabt, ne, und vorher Coach und jetzt wieder da, ey, das kannst du nicht entschuldigen, an Bjergsens Stelle hier nicht Worlds zu erreichen. Also das ist nicht zu rechtfertigen. Überhaupt nicht. Bjergsen, Digga, der wird, genaue Sachen zu seinem Gehalt weiß ich jetzt nicht, aber es kursieren halt Zahlen rum, die sich schon decken über das gesamte Budget, was in dieses Team investiert wurde für dieses Jahr bei Liquid. Und das sind ungefähr 8 Millionen Dollar. Und das ist deutlich mehr eigentlich als alle anderen im Westen. Oder das ist auch für LPL-Verhältnisse oder so, ist das extrem viel. Und du schaffst im Spring Split nicht zu gewinnen, bist nicht bei MSI und im Sommer schaffst du es nicht mal zu Worlds. Das ist komplett lächerlich. Und das ist auch dann Unterschied zu Jensen, weshalb, also wenn du mich fragst, Jensen eindeutig eine krassere Karriere als Bjergsen, einfach weil für mich persönlich internationale Erfolge mehr wert sind, als in NA irgendwas zu gewinnen gegen die Drecks-Competition. Ja, vor allem gegen NA, Digga. Ja, und also wenn man nur NA anguckt, dann hat Bjergsen mehr erreicht als Jensen, das ist so. Aber Junge, das ist mir eigentlich komplett scheißegal. Jensen hat auch NA schon ein paar Mal gewonnen. Der Jensen hat jetzt auch mit C9 gewonnen, ne, mit zwei unterschiedlichen Teams, mit Liquid und C9. Ja.
und eben bei Worlds stabil gewesen und bei MSI zweimal, glaube ich, im Finale gewesen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und das eine Mal in Best of Five gegen IG gewonnen, den amtierenden Weltmeister. Also, Digga, Jensen hat international von den A-Spielern mit das meiste vorzuweisen. Und dann halt auch der Unterschied, gerade gesagt, ey, Liquid hat 8 Millionen für dieses Roster ausgegeben und auch die TSM-Teams mit den Bjergsen, die er LCS gewonnen hat. Vergleich das mal mit den Teams, die Jensen hatte, als er erfolgreich war. Also, ja, das TL-Team war natürlich auch sehr, sehr gut mit CoreJJ und Impact und so. Aber alleine dieses Jahr, der Unterschied von dem C9-Team, was er um sich rum hat und dann was Bjergsen da in TL, ne, an seiner Seite hatte, das ist ein Riesenunterschied. Jensen gewinnt einfach mit einem Top-Laner, der die Season davor noch Mitte gespielt hat und so. Support einfach gewollswappt auch von Alcarry zu Support und sowas. Also krank. Ja, ich muss auch sagen, ne, also jetzt mal ohne Scheiß, C9 nach diesem LS-Ding, das sah ja alles danach aus, Alter, wie bricht dieses Roster jetzt zusammen? Und dann kam ja auch Fudge zurück auf die Top-Lane, Sven Support. Also jeder, der das ja irgendwie so mitbekommen hat, dachte so, ja, Alter, Digga, was, die holen den Titel nicht. Also die kämpfen um Worldspots, aber die holen im Leben den Titel nicht. Und unfassbar, wie C9 sich gesteigert hat, auch so über die Zeit hinaus, jetzt mit diesem Roster. Auch, also ich muss wirklich sagen, ne, ich weiß nicht, ob du den LS-Stream auch gesehen hattest. Der hat ja Dingens die Watchparty gemacht zu dem C9-Finale. Und als dann die ganzen Interviews durch waren, das war ja für alle ein unfassbar emotionales Thema. Bläber, der geheult hat. Ein Sven, der dann auch erstmal seine Gedankengänge erklärt hat, der ja auch irgendwie so ein bisschen da stand und nicht genau wusste und dann aber gesagt hat, Alter, ein paar Witze, aber der sich dann auch hingestellt hat und gesagt hat, Alter, wenn ich hier, wenn ich noch zu einem NA-Team gehe und dann die Eier hat zu sagen, okay, ich gehe zu fucking C9 als Support, weil ich glaube, damit habe ich die größte Chance, bei Worlds mitzuspielen und da auch für NA-Verhältnisse was zu reißen. Ja, da musst du erstmal dein Ego zurückstecken. Und er war ja bei C9 AD Carry und wurde dann degradiert, ne? Ja. Für einen Berserker, der unfassbar stark ist. Also Berserker, glaube ich, also ich glaube, das kann man sogar sagen, der beste ADC in Amerika. Ja, Argument für im Westen, ne? Also das ist ja. Ja. Unfucking fassbar, was der zusammenspielt. Und auch ein Fudge, Alter, der, na, selbst wenn er nicht irgendwie, also das ist kein Golded Top-Laner so, ne? Aber ja, hast du das eine Video von ihm gesehen, wo er sagte, seine Meinung von ihm selbst ist, dass er jetzt schon der NA-Golded Top-Laner ist. Der Typ, also man kann von ihm halten, was man will. Ich sehe das nicht. Ich finde auch nicht, dass der jetzt irgendwie komplett krank ist und komplett abreißt. Aber das ist einfach ein Typ, der hat die Eier. Ich glaube, das ist auch einfach vom Typ her eine unfassbar wichtige Art. Ja, der hat die Persönlichkeit dafür halt. Ja, eine absolut wichtige Personality, ja, genau. Um so ein Team auch voranzubringen. Und ich finde, man hat einfach gemerkt, so, ich glaube auch, da herrscht viel noch Vorarbeit von LS. So, der hat ja quasi dieses Roster mehr oder minder, sagen wir mal. Also der hat ja Berserker gescoutet, viel auf Fudge auch vertraut und auch gleichzeitig, ne, also er ist ja auch, das hat er ja auch gesagt, gehabt, mit dem Vorurteil reingegangen, Digga, was blaber für ein Inter, und hat sich dann ja auch mit ihm so zusammengesetzt und dann haben die sich gegenseitig ausgetauscht, wie man LOL am besten spielt und konnten beide unfassbar viel von sich lernen und Alter, das muss man jetzt mal so sehen, blaber absolut, ne, ein Joker eigentlich auch, mehr oder weniger, ne. Auch vor Crowd hat er ja selber gesagt gehabt, so vor Crowd noch nie was gerissen und, ne, und vor Crowd nie so gut gewesen und dann hat ihm dieses Ding da jetzt wirklich gut getan und so, ey, ich glaube auch, selbst wenn das jetzt auch alles sehr, sehr weit sehr, sehr weit her ist, zeittechnisch, ich glaube, LS hat auch einen starken Anteil, weil er ja auch immer noch viel in Kontakt ist mit den Spielern, ihnen Tipps gibt und whatever und auch Max Weldo als Coach ja auch sehr nah an der LS-Church ist und, na, selbst wenn das dann schrittweise auch in eine andere Richtung geht als das, was LS dann auch sagt und predigt, ne? LS war weg und in der nächsten Woche stand direkt der Renekton in der Top-Lane. Ne? Das ist dann das, aber so im Endeffekt
im Endeffekt war das, glaube ich, das hatte ich ja in NA gesagt, die LS Church, ich beliebe da sehr krass dran, was dieses Team da aufbauen kann. Ich glaube tatsächlich, da ist was entstanden, auch durch LS, dass dieses Team da im Endeffekt sich, ja, dass da ein gutes Team geformt wurde und dass sich das jetzt gefunden hat. Und ey, mit allem Recht stehen die da im Finale und sind unfassbar cocky. Also die haben da ja wirklich ihren Lümmel rausgeholt, den präsentiert und gesagt, Alter, hier, wir sind einfach das mit Abstand beste Team, keiner kommt ran und die 100 Thieves waren einfach scheiße im Finale. Und das zu Recht. Die haben da zu Recht so gestanden und waren so fucking cocky. Und das heißt was für ein NA-Team und deswegen einfach absoluten Respekt an das Cloud9-Team. Wirklich komplett heftig. Ja, also das ist, Cloud9 ist für mich das einzige Team, was bei Worlds für NA Schaden machen kann. Von der Performance, die sie gezeigt haben. Das Problem ist nur, dass sie instant dafür bestraft wurden, NA gewonnen zu haben und direkt die Drecksgruppe bekommen haben, weil sie erster Seed waren und 100 Thieves die Easy-Gruppe bekommen haben anscheinend. Also ja, das können wir uns gleich nochmal angucken, aber das ist sehr schade, weil also ich kann mir vorstellen, dass dieses Cloud9-Roster ne, wieder Potenzial hätte, aus der Gruppe rauszukommen, was ja, also für NA muss man ja sagen, wenn du aus der Gruppe rauskommst, dann hast du eigentlich das Maximale erreicht, was irgendwie drin ist, außer du kriegst noch einen richtig easy Viertelfinal-Draw oder so. Ja, das ist jetzt natürlich sehr, sehr schwer geworden, aber ich finde halt auch die anderen Teams, dann 100 Thieves und EG, die jetzt bei Worlds dabei sind, also ich habe jetzt so keine mega großen Hoffnungen für beide von denen. Ich weiß nicht, also generell für 100 Thieves ist halt das Ding, ich finde, das ist einfach so ein Durchschnittsteam. Die können nichts besonders gut, finde ich. Die sind einfach da und sind halt ganz solide auf jeder Position. Halt vielleicht Highlight-Player Closer vielleicht, ne? Aber auch ein Closer, dem passt die Meta halt jetzt auch nicht so gut, ne? Also ist ja, der würde auch eher ein bisschen bessere Carry-Champs spielen oder sowas. Ja, deswegen, also für 100 Thieves habe ich gar keine Erwartungen bei Worlds. Und EG ist jetzt halt so ein Ding. EG ging ja als Favorit in den Split, sahen in der Regular Season auch als bestes Team aus. Und dann waren sie in den Playoffs auf einmal gar nicht mehr so gut. Dann das Danny-Ding, dass der mental ziemlich am Ende war und so. Und dann auch schon also komplett reingeintet hat in den Series und sie fast gegen EG ist fast gegen TSM rausgeflogen aus der Worlds Contention. Das war auch sehr, sehr krank. Und dann mussten sie halt am Ende mit Kaori spielen, dem Sub, den sie dann reingebracht haben. Ey, das ist übrigens, da muss ich mich auch nochmal drüber auslassen. Es ist so lächerlich, dass sie Kaori reinsubben konnten als AD Carry, also der AD Carry aus ihrem Academy-Team, den haben sie benutzt. So, aber die Regeln sagen eigentlich, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Subs dieses Team haben darf, aber EG hatte ein Sub als Jungler und noch ein Sub, aber das war irgendwie ein Coach vom Academy-Team oder so. Also das waren ihre zwei eingetragenen Subs. Und eigentlich hätten die Kaori nicht benutzen dürfen. Und es gab auch nie, glaube ich, dann eine offizielle Begründung von Riot Games, warum das jetzt so passieren durfte oder von der LCS oder so. Das war eigentlich absolut gegen die Regeln. Und dann, und auch, ne, das haben dann auch Leute gesagt, wie ein Thorin oder so, der dann wieder Hate abbekommen hat von den Leuten. Ja, ey, das ist gegen die Regeln, so, was soll das? ACS, sag mal was dazu. Und dann kamen halt die ganzen Leute an, ja, aber hier Mental Illness und so, Mental Health, ganz wichtig und so, deswegen ist das so. Aber also, gebt mir mal eine offizielle Begründung, warum das denn jetzt möglich war. Ja, gibt es nicht. Also, das ist legit, da wurden einfach die ACS-Regeln umgangen. Und niemand sagt was dazu und der Großteil der Community sagt, ja, das ist doch okay in dem Fall und so. Ja, Digga, also, ja, also erstmal die Regeln sind bestimmt dumm und sollten einfach mal geändert werden, dass das auch möglich ist, aber das war einfach mal absolut gegen die Regeln. Ja, gebe ich dir ja voll recht. Ich persönlich bin der Meinung, dass diese Sub-Regeln ja, überarbeitet werden müssen, ne, oder whatever. Ich finde, man sollte eigentlich gerade in der Zeit jetzt
auf jeder Position einen Sub haben, einfach angemeldet. Und wenn es einfach vom Academy-Team ist, ne? Dass quasi die Academy-Teams sich mit dem Main-Roster überschneiden dürfen. So, whatever. Dass halt, dass das irgendwie so geregelt ist. Aber halt offiziell mit einer Begründung halt. Es ist vollkommen okay. Aber dieses Danny-Thema, da haben wir beide ja auch privat ein bisschen geschrieben und sind da auch anderer Meinung. Für diejenigen, die es halt nicht wissen, Danny ist. Ja, ich glaube, man kann sagen, es ist einfach ein Burnout, der ist fertig mit der Welt und kommt mit diesem ganzen Druck nicht klar als Pro-Player. Ich glaube, irgendwie irgendwelche Rumors, dass in seiner Familie da auch gerade irgendwie ein bisschen was abgeht oder so, keine Ahnung. Ja, das hatte ich auch gelesen, aber soweit ich weiß, ist da nichts offiziell, also ne, von daher, whatever, mir persönlich reicht das schon, dass der, ne, wenn der Burnout, ja. Wenn der sagt, der ist Burnout, der ist völlig fertig, der kann mit dem Druck nicht umgehen, dann ist das schon Thema genug, da muss gar nicht für mich irgendwie extra was sein, wenn der sagt, der ist fertig, dann ist der fertig. Da hatte ich ja getweetet, über unseren Juke-Account, den wir, für solche Fälle ist das halt tatsächlich gar nicht mehr so schlau, dass wir nur einen haben. Aber so, da hatte ich halt getweetet, so, yo, habt ihr, so von wegen, so, dafür sind ja eigentlich Sportpsychologen da und um solche Situationen zu verhindern, oder ist da kein, ne, weil viele Teams haben ja auch noch keine Sportpsychologen im E-Sport-Bereich. Also in der LCS hat, glaube ich, jeder im Coaching-Style wahrscheinlich ja, sowas. Ja. Aber in der LCS kann ich mir auch vorstellen, dass diese Position einfach abgedeckt ist von irgendeinem Typen, ne? Um es halt abzudecken. Von Reginald bei TSM. So, ne? Das kann halt alles, ne? In der NA so, weiß man ja nicht, wie die Qualitätskontrolle dahinter halt ist. So, und grundsätzlich muss ich sagen, also, ey, das ist ein Wahnsinnsdruck, den die Spieler haben. Und dafür sind halt diese Sportpsychologen da, um das halt regulieren zu können. Um halt Gespräche zu führen, um whatever. Und, ja, da habe ich mir halt so die Frage gestellt, so Alter, ist da überhaupt irgendwer oder hat, ne, oder hat das, was da stattgefunden hat, selbst mit Top-Leuten halt einfach nicht gereicht, um diese Situation zu verhindern, dass Danny halt so ausgebrannt und völlig fertig ist. Ja, und da musste ich mir von dir erstmal anhören, so, Alter, was sollen die denn machen? Ja. Ah, ja, ey, keine Ahnung, Mann. Ich find's halt, also du hattest zum Beispiel mir geschrieben gehabt, so, wenn du halt nicht, was war das? Wenn du mit dem Druck nicht klarkommst, dann bist du halt nicht gemacht, dazu Pro zu werden. Was irgendwo verständlich ist, aber ich denk mir halt, so ein Druck, den du halt gerade in NA hast, als absolute Hoffnung so irgendwie, das ist ja auch irgendwie EG so ein bisschen für viele gewesen. Ja, auch Danny als NA AD Carry, ne? Naja, so, da prasselt halt einfach viel auf dich ein und man kann mir erzählen, was man will. Selbst die Leute, die vielleicht gut öffentlich damit klarkommen, so, die werden privat damit auch ihre Probleme haben. Und wenn nicht, dann absoluten Respekt. Aber irgendwas tangiert einen halt immer. Und ja, ich persönlich bin halt der Meinung, das ist halt aber auch immer individuell unterschiedlich. Ich glaube aber, Sportpsychologen sind dafür da, Leuten beizubringen, wie man in solchen Situationen lernt, klarzukommen und eben nicht in so eine Burnout-Situation zu kommen und vielleicht auch teamintern Lösungen zu finden. Wie können wir ihm ein bisschen den Druck wegnehmen auch? Ja, ey, also wenn EG, ne, da ordentlich, ich würde sagen, EG ist da wahrscheinlich nicht schlecht aufgestellt, also ich glaube schon, auch die Leute, die da arbeiten mit Peter Dunn und so, wenn ich mir jetzt nicht komplett irre, also die haben da schon, glaube ich, was Ordentliches aufgestellt, was den Support-Staff angeht bei EG, deswegen, mich würde es halt wundern, wenn da irgendwie gar nichts so in der Richtung wäre, ja, also, ne, wenn da sowas vorhanden ist, klar ist das deren Job, dann den Spielern zu helfen, in solchen Situationen klarzukommen, 100%. Sagen wir mal, das ist halt gar nicht bei EG oder die haben sowas nicht oder da wird gar nichts gemacht, ja, ey, dann ist es natürlich auch, dass man da der Orga sagen kann, ey, da muss man mal bessere Arbeit leisten und das sind alles verdammt junge Spieler mit riesen Druck auf den Schultern. Ist Danny nicht auch 18 oder? Ich glaube, Danny ist 18 oder so, also auch mega jung. Also, ey, ne, das passiert halt, das ist, ja, kranker Druck, den man da ausgeliefert ist. Aber, also ich persönlich kann es mir halt bei EG nicht so vorstellen, dass da irgendwie jetzt gar nichts war und so. Von daher, also man kann halt auch nicht einschätzen, was für eine Lage Danny gerade ist oder sonst was. Von daher ist das schwer halt, darüber zu reden, aber ich finde es halt einfach nur schwer zu sagen, so ey,
So, wenn man da Sportpsychologen hat, die müssen das hinkriegen, dass der auf der Stage sitzt und, weiß ich nicht, mental einfach kompletter Überking, weiß ich nicht. Also, das ist halt so. Also, es gibt einfach, glaube ich, Spieler, die werden halt niemals irgendwie komplett mega souverän mit Druck umgehen oder sowas. Also, es gibt einfach Leute, die sind halt so richtig abgezockte Motherfucker, halt sowas wie Perks oder so, die juckt halt gar nichts, die sitzen da einfach, sind überzeugt von sich und denken, sie sind so der Main-Character auf der Welt oder so. Und dann gibt es halt nur das Gegenteil dazu und dann den Leuten kann man natürlich helfen, aber das ist auch ein Ding, das dauert halt lange, glaube ich, bis so Leute an sich arbeiten können und das dann besser hinkriegen. Ja. Also ich würde auch nicht sagen, dass Danny jetzt fertig ist mit Pro-Play oder sonst was. Nein, natürlich nicht. Der ist 18 Jahre alt, Alter, ist eine promising NA AD Carry und so. Ja. Ist halt einfach nur extrem scheiß Situation, weil EG, glaube ich, auch, also das wird auch nicht komplett aus dem Nichts gekommen sein, glaube ich, dass Danny auf einmal dann so am Ende war, sondern das wird sich wahrscheinlich auch schon eine Weile so hinziehen. Und da hat irgendwer von EG hat auch im Interview gesagt, also wir haben auch ziemlich für Danny gedraftet und so, damit er seine Champs bekommt und wir haben an anderen Stellen deswegen so sacrificed im Draft und als wir Kaori hatten, hatten wir auf einmal viel mehr Freiheit und konnten halt für andere Lanes draften und sowas. Ja. Ja, das ist halt einfach ein schwieriges Thema, aber ja, wie gesagt, Mental Health ist halt, das ist halt auch einfach so ein Thema, weißt du, jeder geht halt unterschiedlich damit um. Die einen sagen halt, ne, so wie man das aus der Männerwelt kennt, ah, musst du halt mit klarkommen. Ja, bringt nichts zu jammern, zieh durch. Und die anderen sagen dann, ja, Therapie ist halt nicht schlimm, mache ich dann halt und ist das Richtige. Und die anderen, ja, igeln sich halt komplett ein und sind dann am Ende völlig fertig. Und ja, dann bist du halt Burnout oder sonst was. Und wenn das dann halt so ist, dass du in Therapie bist und dann trotzdem Burnout bist, dann ist eine Auszeit, denke ich mal, also, die absolut aber richtige also, Lösung. Ich glaube, ne, irgendwie Therapie oder mit Sportpsychologen arbeiten ist auch noch was anderes. Ne? Also, das ist safe halt noch mal was anderes. Ne? Also, je nachdem, an was man halt arbeiten möchte. Und ja, so, ne? Also, okay, das ist ja gut. Also, auch ein Net, auch mit Sportpsychologen, ne, auch ein Perks oder so wird schon mal das ein oder andere Wort mit einem Sportpsychologen gewechselt haben. Und ja, auf jeden Fall, ja klar. Das ist ja nett, die sind ja da, damit die Team-Performance am bestmöglichsten ist, auch in Drucksituationen und sonst was. Und Therapie ist ja noch was anderes. Ne? Ja gut, aber notfalls ist es ja so, du hast ja auch einen Sportpsychologen, um damit dem halt klar gesagt wird, so Alter, hier, der ist gerade irgendwie ein bisschen fertig. So, und dann kannst du ja als Team noch sagen, Alter, brauchst du Hilfe, ne? Und dann kannst du ja weiterleiten. Ja, ja. An der Stelle auch nochmal, falls ihr Probleme habt mit Mental Health, es euch nicht so gut geht, es ist keine Schande, zur Therapie zu gehen, es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen, wenn es euch schlecht geht. So, aber bleiben wir mal bei dem E-Sport selbst. Und wir haben eben ja schon gesagt, so Gruppen, da können wir ja so ein bisschen drüber reden jetzt noch, was so abgeht in den Gruppen. Man muss halt sagen, also Cloud9 ist richtig hops genommen worden. Also direkt Gruppe A mit EDG, T1 und Cloud9, also das macht keinen Spaß. Es ist halt so eine Frechheit, dass du die NALCS gewinnst und deine scheiß Bestrafung ist instant, dass du halt so eine Gruppe bekommst. Ja, natürlich ist das auch irgendwo unlucky, aber es ist auch einfach objektiv gesehen so, wenn du ein C2 bist, wie jetzt in diesem Fall, oder halt, ne, wenn das Finale, was C9 gegen 100 Thieves, 100 Thieves verliert, ist deswegen in Pool 3, einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du eine einfache Gruppe bekommst, ist halt deutlich höher, als wenn du erster Seed bist. Einfach, weil, wenn wir uns links diese Pools angucken, die ergeben halt einfach keinen Sinn. Es ist halt einfach so. Man guckt in Pool 3, wir haben EG, den letztjährigen Weltmeister, die in der LPL mit, wie viele Teams in der LPL? 18 oder so. Davon sind 9 legit Top-Teams, Alter, die in den Playoffs mitspielen, wo es einfach unnormale Brawls gibt. Da, also die LPL zu gewinnen, ist eigentlich deutlich krasser als Worlds zu gewinnen, muss man einfach mal so sagen.
und dann ist EDG in Pool 3 auf demselben Level wie angeblich 100 Thieves oder Gamsu oder sowas. Also das ist ja komplett lächerlich. Also was ist das für ein, dieses Pool-System? Es ist so dumm, Mann. Ja. Und im Übrigen auch, also auch die ja, also, so genommen worden, Mann. Das hätte Cloud9, die hätte es halt nicht schlimmer treffen können, glaube ich, als das, ja, was sie bekommen haben. Weil, wenn du, also aus Pool 2, ich würde sagen, Top E-Sports wäre mit Abstand das Schlimmste gewesen. Und, aber, wenn du Top bekommen hättest, dann hättest du ja in Pool 3 kein LPL-Team bekommen können. Das heißt, du hättest, ja, Darmwon ist noch möglich, aber Darmwon ist alles andere als das, was sie mal waren. Und dann halt Gamsu, ja. Also Cloud9 hat wirklich das Schlimmste bekommen, was sie hätte, ja, was sie hätten bekommen können. True that. Ja, ich glaube, also man sagt ja, sagt niemals nie, aber das ist schon echt, also das wäre schon ein dicker Upset, wenn Cloud9 da weiterkommt. Egal, wer da jetzt mal als letztes Team reinkommt. Also witzig wäre es, wenn da irgendwie Fnatic reinkommt oder so noch. Das wäre anders wild. Ja, aber auch, Digga, G2, auch eine harte Gruppe. Also ich meine, wir haben ja vorhin schon gesagt, G2 ist irgendwo immer in der Lage, aus so einer Gruppe auch weiterzukommen. Das sehe ich da jetzt auch so. Aber ey, das ist auch fucking hart, ne? Aber auch in JDG, Digga, das ist schon echt hart für G2. Tja, also G2 ist auch bedient, ne? Also das, ja, ist halt, ja, ist undankbar, ist einfach so. Aber man muss auch sagen, also die einzige, das Ding ist halt, aus Pool 1, wen hättest du bekommen können? Das Einzige, was halt gut gewesen wäre, wäre natürlich Cloud9 für G2, ja? Ja. Das wäre natürlich das Bestmögliche gewesen. Dass du JD und da, der Rest ist halt JDG oder Genji. Und sowohl als auch nicht gut für G2. Und das Ding ist halt, wenn wir generell über LPL reden, da ist es halt so, ich mach nochmal hier das Bracket auf. Also geiles Playoff-Format erstmal insgesamt und wie viele Best of Five man da gegeneinander sieht und so. Das Ding ist halt, jetzt mit den Teams, die wir bei Worlds haben und auch, ne, mit einem JDG, das Problem ist halt, diese Teams spielen so oft gegeneinander, dass das halt in der APL ist es fast mehr so, wer matcht wie gegen wen. Und ne, wie ist stilistisch, wie passt das und so, und wer ist da besser gegen den und aber da nicht so gut gegen den und so. Deswegen in der APL ist es, ich finde es sehr schwer zu sagen, wer jetzt tatsächlich bei den Worlds-Teilnehmern bei der APL so der Top-Favorit ist. Wenn sie halt nicht gegen APL spielen. Das ist halt so das Ding. Aber man muss halt sagen, JDG, ne, wenn man nochmal das Bracket anguckt hier. Also das ist halt schon, ne, die sind erst da eingestiegen, weil sie halt so eine gute Regular Season gespielt haben. 3-0 gegen LNG, ja, LNG halt, also auch ein sehr gutes Team, die wären in Europa auf jeden Fall bei Worlds dabei gewesen, sagen wir jetzt mal so. Dann gewinnen sie halt 3-2 gegen Top einmal und dann nochmal 3-2 gegen Top und Top hat eindeutig gegen EDG gewonnen und so. Also das sind komplett kranke Teams. Ja, keine Ahnung von der Website, egal. Aber auf jeden Fall, das ist halt egal eigentlich, welches APL-Team du bekommst, das ist nicht gut für dich. Das ist einfach so. Und ja. Mhm. Das Unlucky-Ding ist halt für G2 halt auch Darmwon Pool 3. Jeder kriegt ja, jede Gruppe bekommt ja ein APL-Team. Das ist einfach so, ne? In dem, wie es funktioniert. Und das ist wahrscheinlich fast egal, welches du bekommst, so von der Stärke her. Die werden alle krass sein. Es ist halt nur unlucky, dass du dann halt aus Pool 3, wo du ein einfaches Matchup kriegen könntest, halt 100 Thieves oder Gamsu und du bekommst Darmwon, ja. Das ist halt schon unlucky. Auch wenn Darmwon wirklich nicht so gut ist, also nicht annähernd so gut wie da, wo sie mal waren, ne. Ja, du hast halt immer noch Canyon und Showmaker, aber die sind auch beide nicht so am Start und auch Toplane Nuguri ist ja dieses Jahr zurückgekommen, aber Nuguri spielt teilweise so kacke, dass sie ihn halt raus haben für Birdol, der da in der Toplane ist, der auch wirklich nicht gut ist. Also das ist halt, ja,
Die sind nicht mehr das, was sie mal waren, aber ja, jeder, der die letzten Jahre Worlds geguckt hat, der kommt in Schwitzen, wenn man Jankos gegen Tian, gegen Tian auch, aber in der Gruppe Jankos gegen Canyon. Wird auf jeden Fall ein super interessantes Worlds, werden wir natürlich auch komplett covern. Also gerne abonnieren und so weiter und so fort. Also wenn man sich das mal anguckt, Rogue, die haben einen Top bekommen und danach halt glaubst du, dass es eigentlich die Gruppe, wie du sie so haben willst, eigentlich bevor jetzt das Play-In-Team ausgelost wird. Und da wird es nochmal, also es wird kranke Todesgruppen geben, das ist so, je nachdem, wo die Play-In-Teams reinslotten. Und es ist ja auch so, da ja theoretisch zwei EU-Teams aus den Play-Ins rauskommen können, weil ich mal kurz die Play-Ins auf. Wir haben ja Fnatic und Mad Lions in den Play-Ins, die können auch theoretisch beide rauskommen. Und deswegen ist es auch möglich, dass bei der Worlds-Gruppe dann richtig zwei EU-Teams in einer Gruppe sind. Das geht. Mhm. Deswegen, also, wenn wir uns hier die Favoriten, oder Digga, sag, was würdest du sagen, wer rauskommt von denen? Also RNG kommt safe raus, also alles andere wäre komplett krank. Ich würd sagen, RNG, DRX kommen raus. Auch DRX ist auch nicht mehr das, was sie mal waren, aber die sind schon, die sind schon ganz gut auch. Ja, Fnatic sehe ich eigentlich auch. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich nicht raffen. Weil die Frage ist halt dann EG oder mit Lions oder schafft es irgendein Underdog, ne? Irgendwie also Saigon Buffalo ist ja auch öfter mal am Start oder so. Saigon Buffalo hätte ich tatsächlich gesagt gehabt. Weil die auch, ich fand die sahen gar nicht so schlecht aus bei MSI. Ja, die sind ja schon länger ganz gut am Start. Also einfach mal gedanklich jetzt. Also RNG müsste, stimmt, RNG müsste ja eigentlich Safe Gruppe D sein, weil da noch kein APL-Team ist. Stimmt, ist das so richtig weird gelöst, Alter. Erster kommt in Gruppe A, zweiter kommt in Gruppe B, dritter kommt die können nur, das ist mit den Ligen geregelt. Nur bei Europa können zwei EU-Teams in einer Gruppe sein. Aber okay. Also APL müsste, also wenn RNG durchkommt, müssen die theoretisch auf jeden Fall Gruppe D sein, würde ich behaupten. Wenn noch kein APL-Team ist. Ist schwer zu sagen, wie das dann. Ist echt schwer zu sagen, wie die das dann machen. Muss man mal gucken. Weil das wäre ja dann. Ist halt die Frage bei Europa dann, ob die irgendwie. Weiß ich nicht. So das erste Los, was gezogen wird bei Europa, kommt dann in Gruppe A, wo noch kein Europa-Team ist und das zweite dann in Random irgendwo ran oder was. Die ganzen Regelungen rund um Worlds und so sind sowieso kompletter Müll. Das Format ist kompletter Müll. Riot zeigt keine Einsicht seit Jahren, kritisiert jeder, der Ahnung hat, dieses Format, dieses ganze Ding Worlds. Eigentlich die ganze Season, alles ist Müll bei LoL vom Format her. Es ist kompletter Rott. Es ist eine absolute Frechheit, dass man jedes Jahr dieselbe Scheiße hat. Und wie viele Best of Fives man da denied wird, wirklich so wie viele legendäre Matchups es schon nicht gab bei Worlds, nur weil dieses Format kompletter Müll ist. Es ist eine Frechheit, Mann. Und ja. Marius Rager. Ja, ich kann da auch nur zustimmen halt. Ja, LOL, das ist halt das Ding. LOL ist halt der größte E-Sport der Welt. So zuschauertechnisch, spielertechnisch vom Spiel her und so. Aber das ist so scheiße eigentlich, wenn man zurückguckt, wie kacke das gehandelt wurde insgesamt und wie geil es hätte sein können. Alter, was hätte es für legendäre Matchups zwischen Rookie und Faker geben können und so. Junge, auch Knight, wie oft der schon denied wurde bei Worlds und jetzt ist er halt wieder bei Worlds mit Top Esports und so. Ich hoffe, da wird Knight zeigen, dass er einer der besten aller Zeiten ist, Mann. Und nur noch, ja, sehr selten leider die Chance hatte, das zu zeigen bei Worlds. Ja. Achso, noch über zu APL habe ich gesagt, ne, da ist für mich sehr, sehr offen, wer da tatsächlich irgendwie Favorit ist, weil in der APL kommt viel irgendwie auf die Matchups an unter den Teams, weil die sich so gut kennen. Aber Gen.G, das Ding ist, also die sind Seed 1 aus Korea, ne, die haben im Finale gegen T1 gewonnen, ganz klar 3-0, also Gen.G ist mit Abstand das beste koreanische Team.
Und jedes Mal, wenn ich über Genji geredet habe in den letzten Jahren, war ich halt immer so, ey, die gewinnen eh nicht, weil die choken. Und das war bisher immer so. Aber dieses Jahr, diesen Summer, Genji sieht wirklich krass aus. Also die dominieren, die haben die ACK komplett dominiert. Aber wirklich, die haben auch den Spielstil, den die haben einfach vom Spielstil her, die saugen einfach das ganze Gold auf, was es gibt. Das ist wirklich so krass, wie viel Gold die generieren. Und nicht, das ist halt null APL-Style, dass sie irgendwie heavy brawlen oder so, sondern die sind einfach unfassbar gut darin, jedes fucking Goldstück mitzunehmen, was du irgendwie auf dieser Map finden kannst. Und dann haben die so krasse Gold-Advantages, dass sie ihre Fights easy gewinnen. Das ist so der Genji-Spielstil und der funktioniert verdammt gut, jedenfalls in der APL. Und ja, was soll man sagen, Chovy ist in einer verdammt guten Form, der, also dass Chovy in der Lane sich unfassbare Gold-Advantages rausspielt, das ist schon länger bekannt, aber in diesem Sommer hat er es auch geschafft, sehr viele Games, deswegen hart zu carryen auch. Und Ruler ist ACK MVP geworden. Vielleicht der beste AD Carry momentan der Welt, also Ruler in Überform. Also wenn Ruler nochmal Worlds gewinnen möchte, dann ist jetzt eigentlich der Fall, würde ich sagen, mit diesem Team gerade in der Form, in der er ist, mit dieser Meta. Ja. Also da freue ich mich auch drauf, Ruler zu sehen in dieser AD Carry Meta bei Worlds, da habe ich Bock drauf. Ja, ich bin so oder so mal gespannt, wie so die Gap, oder wie krass die Gap sein wird von Asien zu Europa. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die Gap vielleicht noch mal ein bisschen weiter gewachsen ist zwischen den Eastern und den Western Teams. Weil wir eben nicht dieses... Rogue ist halt auch kein super Team, aber Rogue ist halt so wenigstens noch so ein Team, wo ich sage, okay, da macht jetzt keiner irgendwie extreme Scheiße so. Ja, das Ding ist, ich hätte genau dasselbe gesagt, wie du sagen willst, bevor Rogue diese Finals-Performance hingelegt hat. Und auch das gegen Fnatic und so. Also Rogue hat mich schon beeindruckt, Mann, im LEC-Finale auf jeden Fall. Ja. Und ich rechne Rogue jetzt die besten Chancen aus bei Worlds, auch mit dem Group Draw. G2 schafft es vielleicht nicht raus in dieser Gruppe. Das muss man ja mal so sagen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ich finde es schwierig einzuschätzen. Ich habe auch nicht so viel ACK geguckt, ne? Aber Damwon ist halt nicht mehr die Form, die sie mal hatten. G2 jetzt halt mit so einem Rückschlag. Keine Ahnung, wenn G2 LEC gewonnen hätte, dann hätte ich gesagt, G2 besser als Damwon erstmal in der Regel so. Aber jetzt, keine Ahnung. Und es sind halt auch nur Best of 1 in der Gruppe, ja? Das ist ja das Schöne bei Worlds. Ja, Best of 1 hat aber eigentlich EU einen Vorteil. Gegen koreanische Teams und APA. IG2. die PTSD, die ich davon schon bekommen habe, werde ich nicht mehr los, Alter. Opium. Immer einfach, also, ne. Was gerade Jungler schon angestellt haben mit G2, Tian Canyon oder auch hier bei, wie ist die nochmal? Die auch im Finale waren, 2020. Digga. Die haben ja dieses Löwenlogo, weißt du, was ich meine, ne? Mit Bin in der Top-Lane, dieses Gangplank-Ding, wo er einfach das ganze G2-Team hochjagt mit einem Barrel, Alter. Eieiei, das vergesse ich nie wieder. Digga, was war das? 2020. Komm gerade nicht mehr drauf, wie die hießen. Ja, die sind ja mittlerweile Weeboo, ne? Ja. Digga. Das interessiert mich jetzt aber noch. Tournaments. Suning. Suning, ja, genau. Du weißt es doch. Wie hieß der Jungle nochmal von Suning? SOFM. SOFM. Das genau, war auch so ein Psycho, Alter. Jetzt weiß ich es wieder. Ja, genau. Und Zordat. Ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir sind eigentlich auch schon über unserem Plan. Wir sind zeittechnisch jetzt durch. Fällt dir noch was ein, was du noch sagen möchtest? Ja, also das war jetzt nur ein grober Gruppenüberblick, ne? Also bevor Worlds oder auch Play-In startet, gucken wir uns das nochmal genauer an, auf jeden Fall. Ja. Inklusive Predictions, whatever. Da wird euch die geballte LOL-Power entgegenkommen.
auch gerne, falls ihr noch Fragen habt oder Anreize fürs nächste Video, gerne in die Kommentare schreiben. Ey, was ich noch loswerden möchte, was mich, also was Positives, man mag es kaum glauben, Alter, aber oder auch, also ey, was ich halt bei der LCS war, also ich habe bei der LCS nicht alles geguckt nach dem Game, aber teilweise ne, auch gut, aber was ich bei der LEC einfach sagen muss, die machen mit Abstand die beste Show und generell Postgame im kompletten E-Sports. Also ne, nachdem das Finale vorbei war, wie viel Zeit die sich nehmen und wie ausführlich die mit den Spielern reden und so weiter und auch gute Fragen stellen und so und die Spieler auch selber reden können und so weiter und wie viel die ganze Show danach und alles, es ist so nice, man hat einfach, wenn das dann zu Ende geht, man hat so ein gutes Gefühl und man ist so voll bei den Spielern dabei und so, das ist einfach richtig geil gemacht und dann guckt man sich Valorant an, da ist das, da gewinnt das Team das Turnier, heben den Pokal, kommt einmal ein Interviewer, fragt jeden Spieler einmal was und dann ist die Show vorbei und dann wird der neue Agent vorgestellt oder sonst was. Ey, Digga, das ist so lächerlich. Und auch CS muss ich da dringend mal eine Scheibe abschneiden. Also LEC nach den Games, die Show und die Interviews und alles, es ist sehr, sehr geil, Mann. Ja, ich muss auch sagen, also ich war früher, das habe ich auch schon öfters erwähnt, ich war früher immer absolut pro LCS und ne, zu den Zeiten, als es noch Team Curse gab und sowas. Ich fand die LCS immer cooler, aber ich finde, die LEC hat mit 3000 km/h alles überholt, was es zu überholen gibt in LoL eSports und auch in meinen Augen eSports übergreifend auch echt viel überholt. Und auch, muss man auch sagen, das ist natürlich auch personengebunden, ne? Auch eine Shox zum Beispiel, die dann auch ihre Auftritte jetzt bei Counter-Strike hat und dort auch wahnsinnig souverän auftritt. Also wirklich riesen Respekt, auch vor allem an Shox, die für mich die LoL eSports Persönlichkeit überhaupt ist. Ja, und also, ich reg mich ja gerne oft über Riot oder auch LEC, über viele LEC-Entscheidungen und den ach so tollen Commissioner, der jetzt irgendwie befördert wurde und jetzt noch eine neue Rolle hat oder sowas. Also generell Entscheidungen, die da getroffen werden, auch was das Format angeht, so extrem viel Scheiße dabei, wirklich ekelhaft teilweise, was da entschieden wird und so. Aber man muss sagen, was Broadcast angeht, was die Freiheit für die Leute angeht, die da arbeiten und was die machen dürfen und ne, was da umgesetzt wird, Kreativität und so, ist halt 1A, ne? Ja. Sehr, sehr großen Respekt. Und damit, bevor das Ganze hier jetzt noch länger wird, wir beenden jetzt dieses Video und für den Chat gerne dranbleiben. Wir werden jetzt noch das Game bei Valorant Watchalong in Optik gegen Exit. Und falls ihr in Zukunft auch gerne mal ab und zu ein paar Watchalongs auch bei Worlds irgendwie sehen wollt, gerne in Zukunft auf Twitch mit dabei sein. Haut rein. Ciao.